Hallöchen und recht herzlich willkommen hier auf Mojo TV bei Twitch. Mo hat wieder so ein Dings mit dabei an, dein Mikro irgendwie. Ja. Heute auf jeden Fall wieder mit Mo. Mo. Genau. Und mit Joey. Hallöchen, ihr Lieben. Und wie ihr seht, geht es um FIFA 22. Wir sind mal wieder auf beiden Kanälen live. Genau, das heißt einmal hier auf Mojo TV und einmal auf dem Channel B noch. Mojo TV Channel B. Ja. Genau. Oh Mo, du musst mal dein. Liegt das an mir, die Rückkopplung, oder? Ich weiß nicht, woran das liegt. Hab ich jetzt hier. An mir kommt's? Ist das jetzt weg? Nee. Nee. Ich hab keine Ahnung. Jetzt ist. Keine Ahnung. Oh Mann. Das ist gerade. Nee, es ist immer noch. Ja, ich. Scheiße, was ist das denn? Muss bei dir sein, eventuell. Aber was muss ich denn da einstellen? Ach so, nee, sorry, das war ich. Ich dachte, ich bin nämlich schon. Du warst wieder der Übeltäter. Und du willst mich ja, das haben wir jetzt auch, kann man jetzt auch sagen, weil ich mach mir da nichts draus. Also, das ist ein, wie das steht ja hier auch, Freundschaftsspiel. Trotzdem willst du mich wahrscheinlich so wie bei unserem letzten Offline-Spiel am Boden sehen, wahrscheinlich mal wieder. Also freundschaftsspielmäßig gesehen, so, ne? Ja, mal gucken, wie es läuft. Ja. Auf jeden Fall viel Spaß, ihr Lieben. Und wie gesagt, also wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch immer gerne mitzocken. Aber wenn wir gerade natürlich jetzt zum Beispiel gerade dabei sind, dann natürlich nicht. Ja, ich würde mal sagen, wann war es bei Saison? Ich muss mal. Nee, das ist ja. Nee, das war doch Freund. Freundschaftsspiel, soll ich dir mal eine Einladung schicken? Ja, schnell. Freundschaftsspiel, ah, das war doch am Anfang schon. Ich mach schon mal. Ich send dir eine. 8 Minuten ist okay, ne? Mo? Bist du da? Ja. Ah, jetzt. Ja. Ah, ich bin da, ja. Alles klar, ich hab dich. Mann. Hallo, Annika. Hallo, Mausi. Grüß dich. Na, mein Schatz. Bist du gut zu Hause angekommen? Also, ich nehme auf jeden Fall die wieder. Und du nimmst die wahrscheinlich auch wieder, ne? Oder nimmst eine andere? Deutschland? Wie geht's dir, Mausi? Hallo, ihr zwei. Ja, bin ich. Du zum Glück auch. Ja, bin ich. Alles gut. Können wir, ne? Was habe ich hier im Angebot? Machen wir so. Hast du jetzt Spanien genommen? Voll geil. Ah, ich immer. Was will ich mit Spanien immer? Irgendwie habe ich immer was. Immer im Hinterkopf, ich glaub, Spanien. Spanien haben nämlich auch rote Trikots. Ja. Haben sie. Wird Zeit, dass morgen wird. Ja. Ah ja. Ja, wegen deinem Zahn, Mausi, ne? Morgen wird ja ein Zahn gezogen bei ihr. Hoffentlich. Also, wenn der Zahnarzt halt dafür schon Zeit hat. Ansonsten brauchst du halt einen Termin, ne? Also. Darf ich ja sagen, Mausi, ne? Hallo zusammen, heute melden wir uns aus Paris, genauer gesagt aus dem Parc des Princes. Wolfuß und Frank Buschmann. Auf ein gutes Spiel, mein Lieber. Heute wieder das gewohnte Kommentatorengespann. Danke. Wir zeigen heute das erste Spiel der Online-Saison: Paris Saint-Germain gegen Portugal. Spiel Nummer 1, also nach dem verpassten Titelgewinn in der Vorsaison. Der Stachel, da bin ich mir sicher, der sitzt immer noch tief. Und sie wollen zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war. Heute die Gelegenheit loszulegen. Er spielt den Verteidiger aus.
Ja, gut. Da trennt er ihn fair vom Ball. Immer diese Fehlpässe. Da verliert er den Ball. Ich bitte zu Gott, dass der zieht. Mal klar. Nein, Mo. Oh, Mann. Du Sack. So muss das. Du Sack. Na, warte. Kommt jetzt hier dein Ziel. Da kommt die Wiederholung. Du, ich muss mal ganz kurz in die Einstellung, glaube ich. Ich muss mal irgendwie den Sound ein bisschen runterdrehen, weil es ist echt laut bei mir. Kann man ja, ich auf mach das, glaube ich, auch mal gerade bei. Das ist echt. Wo ist denn das? Ich glaube, ich muss selber gerade gucken. Audio. Ah, hier, genau. Das ist bei Einstellung einfach immer. Also im Menü. Menüeffekte. Also ein Menü kann natürlich so bleiben, aber Menü Musiklautstärke kann man hier allgemein Audio. Ach hier, Kommentatorenlautstärke mache ich auch mal ein bisschen runter auf 7. Und Stadionambiente. Ist da noch irgendwas? Allgemein Audio. Ist doch. Mach ich mal. Achso. Ja, okay, geht sowieso jetzt weiter. Es geht ja, sowieso weiter. Den Ballverlust, alles das ist eine Unaufmerksamkeit, klar. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da, das Tor ist da. Haben sich selbst zuzuschreiben. Ja, ey, ganz ruhig, Brauner. Holt er natürlich. Mbappé. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ja! PSG mit dem Ausgleich. Alles wieder offen. Nice. Wir schauen uns die Wiederholung da noch bin mal ich wieder zurück, sag ich mal. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Und dann ist das toll gemacht im 1 gegen 1. Wunderbar durchgesetzt. Du musst das ja auch. Alles auf ich muss dich dazu bringen, dass du nichts mehr machen kannst. Platz zum Flanken hier. Oh. Ganz souverän hier vom Torhüter. Ramos geht da gut rein. So. Nur noch der Torwart vor sich. Mbappé wieder. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Jawohl, Mo. Direkt der nächste Treffer. Zwei Neymar tut's. Neymar, er tut's. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. 2-1, so. Hier ist noch alles drin. Oh. Ja, lass mich nicht vorbei. Kylian Mbappé Lothar. Oh Mann. Ball bei Bernardo Silva. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Dankeschön. Oh yes, oh yes. Ah. Guter Versuch, aber der Pass kommt nicht an. Das wäre wahrscheinlich sowieso abseits gewesen bei mir. Jetzt Neymar. Ball kommt weit. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ah, wenn der jetzt rankommen würde. Puh. Oh, Entschuldigung. Ist ja gut. Immer ruhig, Roter. Bernardo Silva. Da passt er auf. Spielen, hoffentlich, hoffe ich doch. Mbappé. Ja, Raum hier, ganz faul. Einsteigen. Könnte Platz und direkt. Guck mal, das verteilst, Digga. Platzverweis. Ich kick rot. Äußerst gefährliche Freistoßposition. Der hat mir gerade rot gezeigt. Wieso das? Wäre das natürlich doppelt bitter. Oder hat er jetzt... Nee, weil du hast mich doch... Ich hab rot. Ja, ich wollte gerade sagen, Digga. Was soll ich denn mit rot? Kein Tor nach dem Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Dann ist der eine Spieler von dir schon mal raus. Und jetzt habe ich einen.
Wenn ich das jetzt, das wäre peinlich, wenn ich das jetzt versemmeln würde. Ferrati. Ah nein. Da geht's schon wieder los. Chance für den Konter jetzt. Da kommt der Konter. Ganz alleine. Nein. Das Wort aufgeben kennen Sie nicht. Ausgleich. Da, sind da Sie waren es nur noch 10. Was für eine Leistung. Macht er gerade. Mann, ey. Der Fußball und seine Geschichten. Sie waren schon weg, das Ding war durch, aber sie kämpfen sich zurück und schaffen hier den Ausgleich. Jetzt der Angriff über Mbappé. Ey. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Bernardo. Sanchez. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Aber irgendwie höre ich dich teilweise auch noch doppelt. Da können Sie kontern. Wegen Kommentator. Ferrati, klasse Aktion. Das sah vielversprechend aus. Das kann aber nicht. Das kann nicht sein. Geklärt ins Tor aus. Gib Ecke. Ich habe nichts geändert an den Einstellungen. Großartig, also nur das, was wir vorhin hatten, also beim Soundcheck. Schwaches Zuspiel, kein Wunder, dass da nichts ankommt. Oh, das könnte was werden. Gefährlich, immer noch. Na, gut. Gehalten, super Szene von Donnarumma. Er kommt nicht durch mit dem Pass, der Verteidiger passt auf. Sauber. Na, Mann. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Ah. Was denn? Jorginho Wijnaldum. Der, ich wollte gerade sagen, der muss da ruhig. Das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Marco Ferrati. Bernat. Keine gute Aktion. Der Angriff könnte was werden. Die Chance. An den Pfosten. Aber sie müssen weiter aufpassen. Wann hast du ein Schwein? Ja. Super abgewehrt hier. Den Treffer hätten sie gerne mitgenommen, aber das Aluminium ist im Weg, verhindert das Tor. Ja, die werden gerne in Führung. Ich habe jetzt keine Zeit. Franke kommt weit. Okay. Sie können nicht klären. Ich möchte mich auch nicht unterhalten. Cristiano Ronaldo auf Außen. Da der Platz, jetzt die Flanke. So. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Ball ist erstmal wieder raus. Cristiano Ronaldo. Klasse Chance, aber das war dann doch zu schwach. Ja, da müssen sie mehr draus machen. So hat er keine Mühe. Die Portugiesen mit dem Einwurf. Mo. Sag mal was dazu. Naja, ich werde hier direkt in den ersten Nachten angekackt. Weißt du? Das muss auch nicht sein. Ich habe nichts gemacht. Also entweder du reißt dich jetzt mal bitte zusammen. Oder, also nicht du, Mo, sondern Lisa. Oder ich setze dich auf Timeout. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Ronaldo. Jetzt Ferrati. Weil nur weil du mit mir, weil sie mit mir reden will, muss ich doch nicht mit ihr reden. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Nach wie vor lebt diese Chance. Führung, das ist es. Ey. Und wir dürfen ja nicht vergessen, oh, warte mal kurz. Aber sie kämpfen, ich muss das mal sie kurz. Versuchen viel und dafür werden sie kurz. Belohnt. Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Ja, da hat das natürlich leicht. Niemand da, alles offen, das ist kein Problem. Jetzt muss mehr kommen von PSG. So. Mach das, Mosi. Ich hab die gesperrt. So. Wijnaldum.
am Ball Mbappé. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Jetzt ist die Kugel weg. So. Ja, abgefangen, dieser Pass von Neymar. Bernardo. Kein Problem. Gute Chance für eine Flanke. Anna, ja. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Oh. Aktueller Spielstand 4-2. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Ronaldo. Hier gab es allerlei Grund zum Jubeln in der ersten Hälfte. Halbzeitergebnis 4-2. Cristiano Ronaldo ist einmal mehr der auffälligste Mann. Und weiter geht's. Was? Zweiter Durchgang in dieser Begegnung. PSG tut sich hier schwer. PSG liegt zurück. Oh. Ronaldo am Ball. Diogo Jota, jetzt könnte er da außen kommen. Platz zum Flanken hier. Cristiano Ronaldo. Ach, gut. Sehr gut. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Oh. Lol. Das bist du, ja. Ja, warte, ich mach gleich. Ich hatte bei mir noch nicht den Screen gewechselt auf. So, die Luft scheint aktuell raus aus dieser Partie. Sie sind vorne, mehr wollen sie nicht. Fußball findet im Moment praktisch nicht mehr statt. Und das merken auch die heimischen Fans und sind mal richtig mies drauf. Die sind unzufrieden. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Daniel Pereira. Gute Aktion. Und jetzt haben sie den Ball. Auf dem Somo, mal gucken, was das wird. Mbappé. Ach. Wird hier nix. So, Konterchance. Vielleicht hier. Yeah. Da, der Konter. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Keine Ausdauer mehr. Na, meine ich auch nicht. Nicht nur wirklich. Noch der Torwart vor sich. Ist es das? Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Mann. Es ist anscheinend doch wieder dein Spiel. Da setzt er zum Sprint an, kommt er durch. Gute Ballführung. Oh, das will er gut. Jetzt alleine machen. Die Chance lebt noch. Ja. Das ist der Anschlusstreffer, ist noch mehr für sie drin. So ist das. 4-3 der Spielstand. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Ha? Ronaldo geht vorbei. Ah, da wäre jetzt Platz. Oh nein. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Warum merkst du was? Da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Merkst du was? Du hast noch letztens gesagt, es ist nur dieser Tag. Ja. Du bist wirklich wesentlich besser geworden im Fußball. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das, ja, natürlich wird es an dir selber liegen, aber Wahnsinn. Ich bin beeindruckt nur. Glaubst du es? Das könnte die Gelegenheit geben. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Wir waren ganz am Anfang, waren wir beide gleichwertig. Jetzt bist du schon besser als ich, Digga. Das dritte Tor. Da ist es nochmal. Und wir sehen hier ganz deutlich gegen... Oder wie siehst du das? Kein Mittel. Weißt du noch, wo die ersten FIFA-Versuche gemacht hatten? Stark gemacht, das könnte was werden. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Vorne der Ballgewinn. Gute Chance. Gehalten. Jawohl. Super Szene von Donnarumma. Ja, dazwischen gegangen, Ball von Messi kommt nicht an. Wichtige Aktion.
So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ach, alles gut. Mann, ey, was soll denn das? Lionel Messi. Und die Balleroberung, ja, dass wichtig. Da einer mit dir steht. Das ist so. Oh, das könnte was werden. Oh, gut ausgetrickst, muss ich ja mal sagen. Mehr oder weniger. Alter Schwede. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das ist. Du darfst hier eigentlich keine Sekunde verpassen, sonst verpasst du so einen Zwischenstand jetzt 6-4. Da kann er ihn stoppen. Da oben, der fordert den Ball. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. So. Oh, 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 oh. Die also Mo ist echt auch ein gefährlicher Gegner geworden. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gewinnen. Gell, Mo? Kannst du ruhig sagen, wie es ist, Mo? Also, jetzs Neymar am Ball. Schlecht warst du auch nie. Mbappé! Du brauchst einfach nur die nötige Super Kenntnis, sagen wir mal so. Da hat dich viel gefehlt. Der Keeper ist da ein Tick schneller, Erfahrung. Das war richtig gefährlich. Vorbereitung, Training, sowas. Die bessere Mannschaft. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut im Tor. So, stopp, jetzt genau hinschauen. Klasse Timing hier, gut dazwischen gegangen. Ja, und das ist abseits, das war fast. Naja. Weil die Abwehr natürlich sieht, sie bewegen sich nicht genug, sind zu statisch im Zentrum. Mhm. Und eine clevere Abwehr, die nutzt sowas eben aus. Sie wechseln aus. So. Erstmal wichtig, hier in Ballbesitz zu bleiben. Hey. Und PSG bekommt hier den Freistoß. Super dieses Zuspiel. Da werden jetzt ach, viele Fragen, ja. War das wirklich abseits? Ah, ich denke schon, Wolf, das ist die korrekte Entscheidung, auch wenn es natürlich eine harte Entscheidung ist. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Cristiano Ronaldo. Oh, oh, oh. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Ach. Der Ball ist drin. Jetzt reicht's. Nein, Spaß, alles gut. Ich freue mich für dich, Moment. Also ich freue mich für dich mit, weißt du? Da haben wir jetzt einen weiteren Gegentreffer für Sie. Und jetzt können Sie wohl nur noch ein Ziel haben, Fuji. Genau, und das heißt Schadensbegrenzung. Oh. Irgendwie müssen Sie den Fuß wieder reinbekommen in dieses Spiel, damit es nicht noch übler ausgeht. Und nun Ronaldo. Oh. Was macht er draus? Ja, das sieht gut aus. Zu früh gestartet, es geht abseits. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. So, jetzt aber. Jetzt ist er durch. Oh, super, das wäre Tor gewesen, eben sowieso. Schuss. Es gibt Ecke. Ecke in den Strafraum. Oh Mann. Da kann er sich den Ball holen. Viel Übersicht bei diesem Pass. Und dann ist die Defensive doch. Oh, er macht was? Rein, da war alles offen. Geil. Da haben sie ihn geradezu zum eingeladen. Ja. Heute liefern sie offensiv beide eine klasse Leistung ab. Ja, wir liefern auf jeden Fall trotzdem beide eine klasse Leistung ab. Das stimmt schon. Das will er jetzt alleine machen. Sie haben immer noch den Ball. Jawohl. Der musste auch drin sein. Schlussphase fast wieder dran. Eins fehlt noch. Jawollo. Wo ist die Abwehr? Da stimmt die Zuordnung überhaupt nicht. Tor ist leer und dann ist der Treffer nur noch Formsache. Ah, das machen sie clever. Klar. Ich muss so gleich noch mal was machen. Lassen die nicht liegen.
wenn ich, wenn das, ja, lustigerweise, wenn das Spiel zu Ende ist, aber, geboten, das und zwar Licht anschalten. Super Szene von Donnarumma. Er geht dazwischen. Oder ich mache nochmal, ich muss hier mal. Gefährlich! Flanke kommt in die Mitte. Boah, kein. Ja, ich musste eine kurze Pause machen, Mo, weil wegen dem Licht. Ich habe vergessen, das anzumachen. Kann gleich direkt weitermachen, von mir aus. Ja. Tut mir leid. Ich hab's einfach vergessen. Hatte es einfach vergessen. Du kannst auch weitermachen, also so ist nicht. Sonst packen wir noch 40 Sekunden oder so. Geiles Tor verdient gehabt, aber wir sehen's, der Ball geht am Ende knapp daneben. Klasse Aktion, Ball ist weg. Oh, das war doof. Das war nicht gut. Platz auf außen hier für Diogo Jota. Cristiano Ronaldo. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Portugal macht Druck. Die Gelegenheit, um zu flanken. Oh, Pech! Der Ball geht neben Mann, das Tor. Ey, da fehlt nicht viel. Weiß super nicht. Kopfball macht alles richtig. Weil das nicht und sein soll. Alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Die Führung soll jetzt verteidigt weil werden. Weil ich die Führung jetzt übernehmen soll. Hat mir der Kommentator gerade zugeflüstert. Nein, Spaß. Diogo Jota, jetzt könnte er rauskommen. Bruno Fernandes. Wichtig! Er ach, holt was den Ball. Ist das? Ja, und das ist abseits. Das war fast zu ahnen. Okay. Weil die Abwehr natürlich sieht, sie bewegen sich nicht genug, sind zu statisch im Zentrum. Und eine clevere Abwehr, die nutzt sowas eben aus. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Ja, komm. Vielleicht der Ausgleich. Ja. Tor, Tor, Tor. Sie machen es doch noch. Jawohl. Ball geht in die Torwart-Ecke, wir sehen es hier und da werden sich viele fragen, lässt sich dieses Tor nicht verhindern, aber der Ball ist natürlich auch sehr präzise. Ein Spiel für die Fans, ohne Frage, viele Tore von beiden Teams, das ist echt unterhaltsam hier. Steilpass, Mbappé ist da, ja, jetzt vielleicht nochmal PSG, Szene geht weiter. Sie sind vorne. Ja, yeah. Das ist 8-7, Digga, aber hart erkämpft, Mann, hart erkämpft. Trotzdem. Oh, du bist hier kein. Sag jetzt nicht, wenn du bist schlecht oder sowas. Und dann sehen wir, bist wie du nicht. Das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Guck mal, wie es vorher stand, bitte. Guck mal, wie es vorher stand. Klasse Spiel. Das 18 steht erst seitdem da. Beide Teams Vollgas. Also, ganz ruhig. Dem Portugiesen droht die Niederlage, aber sie wollen sich doch noch nicht damit abfinden. Irgendwie fällt Schlusspfiff in diesem Spiel und nach dem verlorenen Titelrennen. Das war's. Vorjahr stecken sie nur Dankeschön, durch. Mo. Mit kannst einem du noch? Sieg in die neue Saison. Ja. Ja, schön. Ronaldo geht vorbei. Willst du jetzt mal ein Dingsspiel machen? Irgendwie? Machen da hier jetzt weiter, ne? Ja. Alles klar. Alles klar. Sauber. Für mich wäre es auch so ein geiles Spiel gewesen, also auch wenn ich jetzt verloren hätte. Meine Zeit mit dir halt, ne, weißt du? Das bedeutet mir auch was, Mann. No, hier ist. Ich nehme. Du weißt, wen ich nehme. Ja, ich nehme so. Machen wir mal PSG gegen PSG noch. Wenn du unbedingt willst. Wenn du unbedingt verlieren willst, nein. Mach dann du mal. Ja, so. Ich mach so. Und so. Alles klar. Wieder auf ein gutes Spiel, mein Lieber. Hallo zusammen, heute melden wir uns aus Paris. Hallo zusammen. Genauer gesagt, aus
dem Parc des Princes. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden diese Partie heute wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. So. Paris Saint-Germain gegen Paris Saint-Germain. Ah. Sie sind mit 3 Punkten vorne, was den Gesamtstand der Saison angeht. Und von daher ist die Ausgangslage völlig klar. Heute sollen die Weichen in Richtung Titel gestellt werden. Das kann, wenn wir die jüngsten Leistungen zugrunde legen, auch funktionieren. Dumm. Ballverlust Lionel Messi. Ein. Die Chance hier. Was mache ich denn da? Das war jetzt. Alter, das war jetzt echt peinlich. Ja, das war ein Geschenk für dich, genau. Schwerer Fehler und sowas wird natürlich bestraft. Ich war kurz davor, es trotzdem zu verbocken. So, da hätten wir also. Bist du müde, Mo? Mo. Messi. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Mo? Ob du müde bist? Ja. Gut gemacht. Nee, aber teilweise ein bisschen unkonzentriert. Eben kam via soundtechnisch nichts an, deswegen habe ich nochmal gefragt. Neymar. Die Chance für Neymar. Ah. Ja, er ist unkonzentriert. Leute, guckt euch mal an, wie unkonzentriert Mo ist. Er macht dauernd Tore. Voll unkonzentriert, der Junge. Ist klar. Und das ist der Doppelschlag. Sie treffen schon wieder. Das haben sie eiskalt gemacht. Die Gegenspieler waren sicher auch noch nicht wieder voll da. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich so, für sie. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Oh. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Ach Mensch. Klar, gibt Einwurf. Da kann er sich den Ball holen. Er geht an Ramos vorbei. Schuss für Mbappé. Ah nein. Ey Mo, es reicht. Spaß. Mach doch, was du willst. Ich hab damit kein Problem. Sie liegen deutlich vorn. Zieh mich doch ruhig vor allen aus, Mo. Verratti mit dem Anspiel, ne? Mach mich hier ruhig vor allen nackig. Lionel Messi. Nein. Chance, weißt du, da habe ich schon mal eine Torchance bei Mo und dann verkacke ich. Gutes Pressing jetzt. Sauber vom Ball getrennt hier. No. Yep. Schwaches Spiel, kein Wunder. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das muss es sein. Ah, nein. Ich muss auf den zweiten Mann achten. Scheiße. Oder den Torwart einfach drin lassen. Ich versuche ihn jetzt mal drin zu lassen. Das reicht jetzt nämlich langsam wieder, Mo, mit deiner Glückssträhne. Nein, nein, es ist keine Glückssträhne. Das bist du, Mo. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Nein. Idriss Agüero. Neymar. Ey, nicht zählen hier. Flanke von Neymar jetzt. Ach, zu hoch. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Das ist mir zu hoch. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Ballverlust PSG. Oh Mann. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Messi mit dem Schuss. Sehr gut pariert. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Er holt sich vorne den Ball. Sergio Ramos. Wijnaldum. Hereingabe geht darüber an den langen Pfosten. Messi, Riesenchance. Oh. Gehalten, oh. Aber sie müssen mal. Das möchte ich mir nochmal angucken, Mo. Das möchte ich mir nochmal angucken. Mach ich jetzt auch. Das war ein geiles Tor. So hat man das nicht jeden Tag. Wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden einfach können. So diagonal rein.
dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden, aber so passiert es dann doch. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Ich wusste aber letztendlich, dass er auf jeden Fall reingeht. Steilpass, final. Oh, das sieht auch gut aus. Gute Aktion. Egal, ich gib's auf. Ach Mo, denk doch mal. Aber weiterhin gefährlich. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute jetzt Aktion. Kommt wieder dein. Du machst es jetzt eh und dann dauert euch mit hier nichts. Die Fans fassen es nicht und ich glaube, er selber kann es auch nicht fassen. Super gelöst, den Ball hat er. Platz für die Flanke. Glanzball gehalten. Wo ist das jetzt ein Tor gewesen? Neymar mit der Ecke. Gefährlich jetzt. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Verratti mit dem Anspiel. Nee, kommt nicht an. Er ist doch heiß. Ah. Da können sie kontern. Mbappé. Hereingabe Mbappé. Gut. Gute Aktion. Ball ist raus. Super. Soll ich hier nach random zocken oder was? Und bist du K.O. Klasse Timing hier. Guter ob du K.O. bist. Ronaldo mit dem ich höre schon wieder nichts. Den Ball spielt er gut. Ich sagte nicht so richtig. Ach so. Ja, das, ich kann nichts dafür, dass. Jetzt nicht auf. Manchmal ja, bricht das hier irgendwie ab. Ein der Sound. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Hast du das bei dir eigentlich eingestellt, was ich vorhin eingestellt hatte? Jetzt können wir gespannt sein. Müsstest du auch mal überprüfen, ne? Aktueller Spielstand 4:2. Ich denke schon. Okay. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Oh. Tor durch Mbappé. Ach, Mo. Da ist er wieder zurück. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball weg. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Sorry. Und Neymar. Neymar. Jawohl. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles. Nochmal das Tor, da kommt die Flanke und dann ist es klar, dass der Treffer fällt. Kylian Mbappé aus kurzer Distanz, das ist seine große Stärke. Oh shit, was meinst du? Eine torreiche Partie, 5:3, unglaublich. Da trennt er ihn vom Ball. Man hört den Kommentator irgendwie auch noch, komischerweise. Steilpass, Mbappé ist da. Oh. Der nächste Treffer, sie legen noch eine nach, verkürzen weiter, ja. Kommen Sie noch mal ran in diesem Spiel. Was und das ist gerade mal wieder die erste Halbzeit, Digga. An so einem Spiel haben wir ganz viel Freude. Die Trainer eher weniger, denn defensiv ist da von beiden nicht viel dabei heute. Er geht energisch dazwischen. Vielleicht wird es hier gefährlich, PSG am Ball. Es gibt ja, Abstoß, da hätte er mehr draus machen weiß können. Ich nicht. Vorne nicht. Weiß ich nicht. Mbappé. Hey, grüß dich. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Na, Fabi? Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht, eine tolle Aktion. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Na, ja, wie geht's, mein Lieber? Erstmal geklärt. Alles gut, bei uns meinst du? Ja, bei uns ist alles gut soweit, würde ich doch mal behaupten. Jorginho Wijnaldum. Ballverlust PSG. Hab vorhin schon gesehen, dass du jetzt sie vielleicht kontern. Auch auf der PlayStation unterwegs bist wieder. Neymar. Auch am Zocken natürlich. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Die Flanke von Neymar. Oh. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Das ist Discord gerade, Digga. Diese Reflexe sind unfassbar. Hast du Discord? Auch müsst du ja irgendwie, das vorbei. Gibt's auch für Handy auf jeden Fall. Das gibt's auch für MacBook, alles Mögliche gibt's das. Für alles Mögliche. Sie haben ihre Chancen, aber sie nutzen sie nicht und so liegen sie hier hinten. Also es ist ein Ergebnis,
das den Spielverlauf nicht wirklich widerspiegelt. Neymar, jetzt auf Außen. Nee, ich mag es nicht über... Okay. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Schön zugemacht, sie unterbinden diese... Ja, Hilfe. Dann okay. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ich finde es mittlerweile ganz angenehm. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Chance für Mbappé. Oh. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Ich will ja auch Musik hören. Ja, kannst du doch trotzdem nehmen. Bei, glaube ich. Ach so, meinst du? Ach so, laut bei dir. Ja, nee, ist klar. Ist ja klar. Zu 4. Oder so. Ich mal. Ne, ja, alles klar. Aber schön, dass du eingeschaltet hast, mein Lieber. Für Paris Saint-Germain bislang ein guter Auftritt. Sehr, sehr schön. Oh er setzt nein. Sich durch und jetzt könnte es was werden. Ey. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Ey, Alter. Wollen wir gleich... Nee. Ah, Digga, ich... Eigentlich... Was sagst du, Mo? Ja, da muss ich alles Mögliche wieder umbauen, Digga. Das ist dann ein bisschen umständlich dann irgendwie. Neymar hier mit Zug zum Tor. Chance zum Anschlusstreffer. Ah, oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Marco Verratti. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Jetzt Neymar. Die Flanke von Neymar. Oh, warum denn? Was für Kopfball. Warum denn wir nicht denn? Was? Wir sehen's, der Ball geht am warum Ende reden wir nicht alle über Play? Weil ich jetzt auf Discord umgestiegen bin und ja, okay. Ich muss das doch jetzt nicht begründen irgendwie, also oder? Ich weiß nicht. Also ich mag halt Discord einfach momentan so. Steilpass, ja, das ist ein Mbappé. Weißt du? Tolle Parade hier von Donnarumma. Vielleicht ist diese Ecke die Chance nochmal zu verkürzen. Die Fans geben alles. Sie haben den Ball. Ich meine... Da ist Platz für den Konter. Naja. Neymar, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Stark gemacht, das könnte was werden. Er macht tatsächlich sein drittes Tor. Dann bin ich jetzt... Oh, ja, okay. Dann mach's gut, Digga. Schönen Tag noch. Okay. Keine Ahnung. Weil ich jetzt, ja, kein PSG-Party wollte. Naja. Ich hab's ja erklärt, warum. Dann ist das so. Das sieht man auch, das könnte die Gelegenheit geben. Ja, eben. Müssen wir alles wieder ummodeln. Konnte ich ja jetzt nicht, ich konnte es ja nicht wissen. Ja. Und außerdem hatte er ja das Problem mit Discord. Und nicht ich. Messi mit Platz auf dem Flügel. Flanke kommt. PSG. Oh Mann. Digga, ich habe lange mit Leuten auf der PSG-Party geredet und alle sind auf die C umgestiegen. Ja? Rate mal warum. Da kann er sich den Ball holen. Mbappé. Es ist einfach komfortabler, man muss kaum was einstellen und so. Flanke von Lionel Messi. Keeper geht's gut zum Ball. Oder Mo, wie siehst du das? Jetzt ist Platz für den Konter. Ja, Discord hat auch. Hat alles Vor- und Nachteile, ich weiß, aber ich find's nicht schlecht. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Da kann man einfach direkt connecten und dann ist das so. Was für eine Szene. Der Alu-Treffer, da lag das Tor in der Luft und wir sehen ja förmlich, wie die Spieler durchatmen. Ich habe keinen, in er dem frei, ich... Da kann was draus werden. Ja, dann müssen wir mal offstreamen oder was? Wichtig also, natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Ich, da kann ich ja... Aber da kann ich ja auch nichts dafür so gesehen, weißt du? Jetzt haben sie den Ball wieder. Dass jetzt in momentan keiner mit dir redet. PSG heute die klar stärkere Mannschaft. Und sie wirken
sehr zielstrebig. Komm gut und vor das Tor, komm gefährlich vor. Ich meine, welches. Naja, ich könnte jetzt ja auch fragen, welches Problem du mit Discord hast, allgemein. Also, weiß ich ja nicht, was das genau ist. Ob das einfach so ist oder ob du das einfach nicht magst oder. Weiß wir nicht. Sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt und dann verwandelt Leon. Der ist hier Party simpler. Du musst Party erstellen und Leute einladen und dann. Das am Stream ist. Nee, andersrum eigentlich. Klasse Spiel heute in der Offensive, geben beide Teams Vollgas. Ja, du musst bei Discord schon dann nicht mal abstimmen. Ach ja. Das ist auf dem PC. Reinaldo. Okay. Ich dachte eigentlich nur, was war umgekehrt. Da ist er vorbei, da muss er ihn eigentlich hingehen. Oh, da ist er durch! Aber manche sind bei Dings einfach auch wiederum bei. Ging es dann sehr, sehr laut in der Party, hatten wir auch schon gehabt. In der PS4-Party, das ist mir dann auch unangenehm irgendwie. Das hat nichts mit dir zu tun, auf jeden Fall, Digga. Ne? Ich möchte Game-Sound hören und Musik, aber. Wenn ich dann auf DC bin, höre ich nur die Leute reden. Ja. Mbappé. Ist ja richtig. Ball bei Neymar. Die Flanke von Neymar. Alter. Ganz starker Kopfball, aber eben auch klasse gehalten. Ja, der hätte gepasst. Gute Aktion von beiden. Distanz zum Tor war natürlich so groß. Der Torwart hat überhaupt keine Probleme mit diesem Schuss. Gutes, frühes Stören. Neymars Pass abgefangen. Dann muss die Person, die zu laut ist, sein Mikrofonpegel leiser machen. Ja, hatten wir auch schon gehabt. Das ging ja auch dann nicht. Also, von den Tribünen kommt nichts mehr. Ja, das ist eine ganz neue ich mein Situation nur für die Fans hier, Wolf. Die werden normalerweise verwöhnt. Und es scheint mir so, als wüssten sie nicht. Da macht er zu. Donnarumma. Was war jetzt? Okay. So, Ecke kommt. Gefahr bereinigt. Ah, gut. Ferrati, klasse Aktion. Leo Messi macht Druck. Messi mit der Flanke. Oh, Mann. Er hat den Kopfball. Starker ich gehe dann jetzt schon. Ja, dann mach's gut. Super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. Hau rein. Er geht dazwischen. Also, das war natürlich eine. Und jetzt diese Chance. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Oh. Kriegt jetzt nicht mehr auswechseln. Anscheinend also nicht, aus. Oder? Oh, wie fit bist du eigentlich noch? Oh, da ist er vorbei am Verteidigen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Den macht er ganz seriös ins leere Tor. Ja, tief, so. Nicht so, ne? Oder bei vorn meinst du ja, du wärst irgendwie ein bisschen erschöpft oder irgendwie sowas habe ich, glaube ich, verstanden. Heute kann das sein? Sie offensiv beide eine klasse Leistung ab. Über die Defensive füllen wir mal den Mantel des Schweigens. Okay. Also ja, könnten wir noch, solange es sein muss, noch ein bisschen in der Reusen, oder? Da ist die Chance. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Schön gehalten. Oh. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne nochmal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Jetzt Neymar. Sie lassen den Platz für die Flanke. Klasse Timing hier. Gut dazwischen gegangen. Also ein schöner Pass. Tja. Ich habe ihn hier vermasselt, wahrscheinlich. Sie bekommen den Einwurf. Ferrati mit dem Anspiel, ne? Kommt nicht an. Kylian Mbappé Lothar. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Können natürlich hier nachher auch mal dann Ultimate. Jorginho Wijnaldum. Wenn ihr Bock hättet, noch. Ich weiß, ich kenne mein Team schon gar nicht mehr. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht.
Ramos hat den Ball. Riesenschuss. Jetzt damit. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Mann, warum? Sie gehen dazwischen. Ich auch nicht. Der Vorstoß von Messi. Flanke von Lionel Messi. Nein! Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Nein. Was? Ich höre schon wieder nichts. Hab mich ganz um mich geschnitten. Hört mich auf zu bluten. Oh Mausi, hast du kein Pflaster? Was soll ich da jetzt machen? Ich kann jetzt von hier aus nichts machen. Dann musst du einen Arzt rufen, wenn es nicht aufhört. Ja. Was soll ich sagen? Ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird's zu eng. Am Ausgang des Spiels ändert dieser Treffer nicht mehr wirklich was, aber zumindest ist das Ergebnis so. Wie hast du das geschafft? Klasse Spiel heute in der Offensive, geben beide Teams Vollgas. Heute wollten sie sich mit einem Sieg weiter in der Tabelle absetzen, aber am Ende kommt eine Niederlage raus. Damit sind sie in der Tabelle wieder. Gutes Spiel. Super Pass von Messi. Trotz dessen du gewonnen hast. Nein, alles gut. Hörst dich im anderen Stream wie ein Roboter an. Wer? Der Joe. Ne, im anderen Stream meint er, glaube ich, dich. Oh. Mich? Er meint den anderen Stream. Dein Stream. Mich? Okay. Was jetzt? Ne, dich. Meinst du mich? Joey oder meinst du Mo? Im anderen Stream? Joe, du hörst dich im anderen Stream wie ein Roboter an. Ach so. Ja, du hörst, also du bist auch ein bisschen abgehackt so von der von der Quali. Ja, also, warte mal kurz. Hörst du, dass sich das normal hört bei mir jetzt zum Beispiel? Bei meinem Stream? Aber es geht um anderen Stream, ne? Ich weiß nicht, wie ich das. Das musst du dann einstellen, Mo. Eigentlich. Kann ich noch mal lauter stellen, aber ob es was damit zu tun hat, ist halt. Du musst im Mo Stream und dann hörst du dich wie ein Roboter an. Mag ja sein. Das ist ja jetzt auch. Aber ich finde, Hauptsache im Hauptstream hört man mich gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja viel wichtiger. Aber danke für den Hinweis. Oder vielleicht setze ich deine Lautstärke mal ein bisschen runter. Kannst vielleicht du es machen? Dann besser an, ich weiß es nicht. Wie viel hat's denn die? Hoch. 200%. Oh, das ist natürlich sehr hoch, glaube ich. Das liegt dann wahrscheinlich daran. 100 reicht ja bei mir auf jeden Fall. Ich habe ja so schon lautes Organ. Oder ein bisschen 140 oder so. Ja. Okay. Oh, Aktualisierung wird heruntergeladen bei mir, bei Ultimate Team. Ja, ich glaube, jetzt ist es besser. Ja. Ja? Dann war ich einfach zu laut bei dir, ne? Ja, vielleicht, dass es deswegen irgendwie verzerrt hat oder so. Was sagst du jetzt, Fabi?
Road to the Final. Erreiche deshalb Kampagnenstart. Gewinn das erste K.O.-Spiel nach Kampagnenstart. Erreiche das Viertelfinale. Erreiche das Halbfinale. Erreiche das Finale. UEFA Champions League Sieger. Aha. So. Marc Overmars. Ach, der gestorben ist, ne? Glaube ich, war das. Da ist auch ein Fußballer vor kurzem wieder gestorben. Glaube ich. Future Stars Geschenk. Aha. Hermansen. Ach komm. Ich wollte doch mein Metallregal aufbauen, aber da das unregelmäßig geschnitten ist, sind die Kanten extrem scharf. Oh. Hab mich da gerade den Finger dran aufgerissen. Wunde ist versorgt und pocht fröhlich vor sich hin. Und es brennt mega. Oh, das tut mir leid, Marzi. Du hast aber auch mal ein Pech irgendwie. So war das doch eigentlich gar nicht mal schlecht, glaube ich. Das Regal kann weg, die Schrauben passen nicht, ärgerlich. Oh nein. Und was hast du jetzt gemacht? Discord. Trete unseren Discord. Kommst du jetzt in Discord rein oder was? Ach, das geht sogar Mo mit Discord. Okay, ich dachte, das hätte ich auf dem B-Channel gemacht. Hast du anscheinend hier auch gemacht. Ich glaube, das geht glaube ich generell dieser Befehl, Mo. Ja, ich frag mich nur gerade, ob das der richtige Discord ist. Trete unseren Discord. Kann sein. Kann ich ja mal prüfen über den Link. Ach so, ja, nee, stimmt. Das kommt von Stream Elements, ja. Das kommt, ist klar. Das habe ich ja schon früher mal gemacht. Ich guck mal kurz, ob man da. Ja, zu Mojo TV. Und dann sind wir im Gaming. Das ist ja dann. Ah, alles klar. Ja, super. Es ist ja momentan eh kein anderer hier jetzt. Also. Das hatte ich. Von daher. Achso, ich würde jetzt mal sagen, Mo, dass wir jetzt mal weitermachen. Ich würde dich sonst mal, wenn das von hier aus irgendwie gehen sollte. Kann ich. Achso, Mannschaft. Ja, kannst du auch Freundschaftsspiele machen? Ja, ich. Ja, aber ich wollte doch über Ultimate Team. Mo. Ja, hast du doch Ultimate Team Freundschaftsspiel. Wo? Hi Tobi. Hallo. Trikolomann, Spielstatistik, 4-3-10. Ah, das war einmal ein normales Spiel, das geht sonst irgendwie nicht. Wollen wir ein 1 vs 1 machen? Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, Digga. Lass mit Ultimate Team, okay. 1 gegen 1, was meinst du damit? Bei PS. Ja. Aber. Na, ich wollte ja mit Mo auf jeden Fall auch erstmal. Ich weiß nicht. Also, ich würde dich ja halt schon gern auch hören, weil ich dachte, du kommst jetzt in Discord rein oder so.
ne? Und wir machen ein Ultimate Team ein 1 vs 1. Ja, aber ich will ja. Ach so. Ja, was macht Mola in der Zeit? Und wir hören uns auch nicht dabei, ist auch scheiße. Das ist blöd. Hallo? Wo bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Alles klar. Ich will halt PS4 Party, aber eher nicht. Ja. Ja, dann weiß ich auch nicht. Du wolltest. Naja. Wir können doch jetzt nicht. Da könnte. Also, das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber dann könnte ja jeder sagen: geh mal lieber in Discord. Dann sagt der andere wieder: geh mal in PS4. Wenn wir uns ja jetzt gerade für Discord festgelegt haben, dann können wir das auch so machen, Digga. Außerdem weiß ich jetzt auch nicht, wozu hast du jetzt das mit Discord gemacht? Ich dachte, du gehst da jetzt auch mit rein. Über den Link. Dachte ich ja. Naja, weiß ich auch nicht dann. Ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das bei Ultimate funktioniert. Das könnten wir vielleicht auch einmal nochmal erklären. Einfach, wenn ihr streamt, für Infos. Ja, genau. Ach so, deswegen. Ja, das hätte ich ja eigentlich auch mit reinmachen können. Das kann man noch nachträglich machen, ne? Kann man ja noch nachträglich machen. Ja. Also wie machen wir es jetzt? Ich lade dich dann ein. Hi. Hallo? Hi. Wer ist da? Hallo? Ich bin's, Fabian. Ah, Fabi, hallo. Grüß dich. wer ist noch da? Wie noch da? Ich bin doch noch da. Ja, aber das sind noch zwei insgesamt jetzt. Wir sind zu viert gerade. Wer ist da noch? Wir sind zu viert. Zu dritt. Joe, Mo und ich. Ja, wir sind zu dritt. Aber es hat sich eben so angehört, als wären es vier insgesamt. Nee. Mit uns beiden. Also, kurz Info von euch beide. Joe, du bist zu leise. Ich bin wo jetzt? Du meinst jetzt bei Mo? Discord und Mo, du bist ein bisschen zu laut. Selbst einstellen. Ich ja. Jetzt oder was? Joe, kann ich halt. Ich Joe, kann... du bist ein bisschen zu leise. Mhm. Und wie stelle ich das ein nochmal? Höher setzen und mich runterdrücken. Das kannst du einstellen bei dir, genau, stimmt. Ja, weil oh, ich... Der ist komplett laut, der ist trotzdem noch viel zu leise. Digga, das stellst du doch ein bei Discord, bei dir. Da müsste es irgendwo eine Option geben, wo du... So. Nein, Joe, ich hab dich schon komplett laut gemacht. Trotzdem bist du zu leise, Mo, ich hab dich leiser gemacht. Du bist komplett okay, aber Joe ist ein bisschen zu leise. Okay. Also bin ich nicht okay. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Alles gut. Hast du ein Headset? Joe, du hast doch ein Headset, oder? Ja, da kann ich nichts einstellen. Okay, irgendwie ist Mikro näher an Mund oder so. Mo, guck mal hier, das ist, du siehst doch, ich hab das doch die ganze Zeit so hier ganz normal. Ich hab das immer ganz normal hier. Ja, und Joe, wie heißt du nochmal auf Plazy? Wieso auf Plazy? Ja, Slipper-Terror 86. Na, okay. Dankeschön. Jo. Ja, das ist jetzt komisch, dass ich jetzt... Ich stelle jetzt zum 1 gegen 1 ein. Ach, über dein Headset bin ich so leise zu hören, oder was? Ja. Dann liegt das für... Ja, dann muss das aber trotzdem das an deinem... Das liegt nicht an mir. Das Headset ist komplett laut, Discord ist komplett laut bei dir. Ja. Also, da
Das liegt dann an deinem Mikrofon. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Alles gut jetzt. Vielleicht musst du dein... Das kann schon sein. Du bist jetzt nicht so leise, aber schon... Ein bisschen leiser. Vielleicht musst du das ähnlich wie bei mir machen, dass du dein Mikrofonpegel auf 100% stellst oder so. Ja, warte mal. Dann mach ich das aber jetzt. Dann. Ach, das ist doch blöd. Und wo stelle ich das ein? Ach, hier, ja. Ich weiß, glaube ich. Moment. Heieiei. Moment. Das war ja bei diesen Einstellungen hier. Discord. Das unter Sound. Sprach- und Videochat, ne? Eingabelautstärke ist wahrscheinlich das. Habe ich auf 85. Ist jetzt besser? Ja. Ja. Jetzt, einiges. Jetzt ist nämlich auf 100. Okay, ja. Jetzt ist besser. Okay, super. Alles klar. Ich dachte mir, ich hätte so schon lautes Organ, das wird reichen. Ja, dann spiele ich jetzt erstmal gegen ihn. Dann wünsche ich dir viel Glück. Ja, ich dir auch. Ich werde du hast ja gesehen, wie ich spiele. Also Mo hat mich ja auch schon gut immer abgezogen in den letzten Spielen mal wieder. Ich sag mal so, ich habe mich verbessert, einiges. Ich habe sehr viel schnelle Spiele. Ja. Das ist doch cool. Also. Willkommen hier im Wembley Stadium. Liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie zu dieser heutigen Partie. So, dann auch ein gutes Spiel, wie gesagt. Das passt ja. Von der Farbe her. Hochinteressantes Spiel. Der Ball zu meinem Trikot. Partie werden, Buschi. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht eine Menge Spannung. Den Ball kann er abfangen. Oh. Da kommt der Pass. Den Ball spielt er gut. Oh, was? Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Der Ball ist weg. Gibt es jetzt einen Gegenangriff? Alejandro Gomez. Ich wollte gerade sagen. Bei diesem harten Schuss. Ja, vielleicht sogar zu hart, Wolf. Da wäre etwas mehr Gefühl. Kommt noch. Sie können den Ball abfangen. Sie kämpfen um den Ball. Aber ich muss ja mal sagen, es ist echt krass, dass Tobi sich hier noch im Chat traut. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren weil es gibt eine Sache. Das sage ich jetzt nicht im Stream, aber es gibt da so eine Sache. Habe ich mit Mo ja auch schon drüber geredet. Es gibt auch eine Sache, die mich halt einfach nur, das weiß er eigentlich auch, ankotzt. Und dann finde ich es krass, dass er immer noch in den Chat hier reinkommt. Einfach so, Servus. Ich kann dich langsam verstehen, dass du auf ihn sauer warst, eine Zeit lang auch. Dass er nicht dich entmutet hat und so. Aber, das sage ich jetzt hier nicht. Nicht ins Detail gehen, sondern so stichwortartig. Nee, sag ich jetzt nicht. Weil ich bin dann. Er hat mich im Grunde, kann man auch sagen, er hat mich im Grunde verarscht vor laufender Kamera. Also im Stream. Mit seiner Freundin zusammen. Das ist Hernan Crespo. Da hat er die Chance. Wichtig, den Ball hat er sicher. Nee. Und dann traut er sich. Ja. So, weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ich finde das ein bisschen arm, dass er sich hier dann noch hinterher traut. Also, wo ich noch nicht mal gesagt habe, dass ich es okay finde, ne? Ich fand es auf keinen Fall okay. Die Geschichte vielleicht sogar noch mal so ist halt ja. Armselig, und so bleibt erstmal spannend. Ja. Wenn du auf jeden Fall wüsstest genau, worum es geht, ne? Würdest du noch mehr über ihn, also schön dazwischen das, gegangen.
Will ich jetzt aber auch nicht, aber das war schon echt krass. Ja. Und ich hätte es ja auch öffentlich machen können, aber was bin ich denn dann für einer, weißt du? Ich muss ja auch, sollte ja wohl auch eine Art Vorbildfunktion haben, oder? Dass man es halt eben nicht öffentlich breitritt, was er gemacht hat. Ich habe es ja jetzt nur angedeutet, mehr habe ich ja nicht gemacht. Ja. Also es war jedenfalls nicht sehr geil. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Du hast doch aber auf jeden Fall unseren Dings, glaube ich, hattest du doch du hattest doch unseren Kanal abonniert. Das Lob gilt natürlich dem Keeper. Bei YouTube. Da macht er zu, macht dicht. Und lässt nichts anderes. Und da müsste von vor zwei Wochen ein Video sein. Da kann man das auf jeden Fall sehen. Ungefähr ich hab doch alle meistens meine Videos auf YouTube. Müsste ich mal raussuchen sonst. Super gelöst, den Ball hat er. Die Gelegenheit. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so dann kannst dann weißt dann weißt du, was ich meine. Und Lacazette. Das ist abseits. Oh. Richtig, da war er unaufmerksam. Was? Liquid Football hat mehr vom Spiel, was den Ballbesitz angeht. Und wenn du diese Müsste, ja, ja, natürlich, weil auch der Chat mitläuft. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Dann werde ich mir das mal angucken. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Der exportiert wird auf YouTube, das weiß ich nicht. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ich denke schon. Gomez. Selbst wenn nicht, man hört ja, was ich sage. Llorente. Ah, da sind die Fans sauer aus ihrer Sicht. Und ich lese doch immer alles vor extra. Llorente. Hat ja auch einen Grund. Unglaubliche Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Weiter diese Szene, immer noch zu fahren. Ja. Also alles lese ich ja auch nicht vor, aber. Aber wenn mich jetzt irgendwas ankotzt oder so, dann natürlich nicht. Also. Nicht unbedingt. Sie haben den Ball. Alejandro Gomez. Gomez! Aber und gehen. So wird das ja. Den Helfer Torwart natürlich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und das gibt schon wieder Ecke. Ich habe gedacht, ja, aber es ist jetzt ja auch insgesamt eine komplett französische Mannschaft, ne? Vielleicht liegt das ja daran. Und Chemie stimmt ja auch mit 100%. Die Chemie stimmt einfach. Toussaint. Gute Aktion. Mo, bei uns stimmt die Chemie einfach. Jetzt will er ihn den Ball abnehmen. Da bist du noch da, Mo? Ball geklärt. Ja, ich bin noch da. Okay. Und die Gelegenheit. Sehr gut gemacht vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Ja. Fuck, mein Hund jetzt kriegt gelb. Nix so lecker. Jetzt die Ecke. Kann er was draus machen? Ich dachte, er geht rein. Kein Tor. Was für eine Aktion von Ederson aus dieser Distanz. Sie holen sich hier den Ball. Angel Correa. Flagge kommt ganz weit. Unglaublich. Was für eine Parade! Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Erstmal geklärt. Gomez! Oh. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Achso, du hast da noch so ein Bild ja, in der Halbzeit, ne? Von so einem Spieler hast du so ein Bild in der Halbzeit noch eben gehabt. Und so. Oder, weil du hast ja mich. Jetzt kommt wieder auf Pace gehen. Was? Was nochmal? Ich werde jetzt komplett auf Pace gehen, also mit Geschwindigkeit. Ja, mach. Mit Ankündigung.
Wir freuen uns auf den zweiten Spielabschnitt hier. Es war eine gute erste Hälfte und Liquid Football hat sich bislang eine Führung erarbeitet. Schön durchgesetzt. Ja, sie können erstmal klären. Oh. Platz zum Kontern. Ach, du zockst auch gerade, Mo. Immer noch diese Szene. Du zockst ja auch gerade. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Oh, das war, na gut, das war noch Ball gespielt. Und nun Lacazette. Oh, den muss Lacazette machen. Mist. Ederson macht die Chance zunichte. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Llorente. Da gehen sie dazwischen. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Llorente. Chance vergeudet. Oh, was? Sie machen das Tor. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe. Verdient. Jetzt haben sie den Ball verloren. Wieder treffen sie. Wieder ein Treffer. 5:0. Das spricht eine deutliche Sprache. Diese Fehlpässe. Das könnte was werden jetzt. Da ist der Ball an den langen Posten. Gut. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Correa. Ah. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. Dann ist das so. 6 Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Schön vorbeigekommen. Alle Panik. So, ich glaube, mein Torwart kann nichts machen. Auf dieser Partie, oder? Ja, es sei denn, Wolf, wir erleben noch ein Wunder. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Alter. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Scheiße. Lacazette, was für ein Steilpass. Was ist denn? Oh, abseits. Jetzt haben wir den Spieler durch. Gomez. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Schön dazwischen gegangen. Alter, würdest du schon passen lassen? Ganz alleine. Ja. Jetzt der Volley. Was für eine... Warte, schon mal auswechseln. Wieso du? Eigentlich müsste ich. Ich bin hier der Leidtragende, ja? Boah. War so eine gute Flanke. Bei dir jetzt? Hä? Bei dir? Ja. Achso. Technik mit diesem Volley macht er dann das Tor. Messi. Das ist natürlich eine überragende Szene. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Lionel Messi. Und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Angel Correa. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Messi lässt den Gegner stehen. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Jetzt die Flanke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Oh, was? Und da ist der Ball wieder weg. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Ball im Tor. Messi macht ihn. Mal wieder ein Treffer vom Argentinier. Wie so oft, er ist so extrem torgefährlich. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch... Yeah.
spielt steil. Oh. Und Niklas spielt jetzt ab, er muss aufpassen. Ja, nein! Da klatscht der Ball an den Och Kopf. Mann, der war fast drin. Sie lassen diese Chance liegen. Also ja, du das kannst ist echt lächerlich, was da gerade passiert ist. Ja, das war's auch. Da kann ich aber nichts dafür. Diese schöne Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. Es fehlen Zentimeter. Der Reingabe in die Ach, Scheiße. So leicht dürfen sie es dem Keeper spielt natürlich, natürlich wieder zum Keeper. Schön dazwischen gegangen. Dembélé. Ederson macht zu. Kein Tor. Was für eine Aktion von Ederson aus dieser Distanz. Dembélé schlägt den Ball herein. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Colin Dagba. Exzellentes Zweikampfverhalten. Ich höre immer noch... Also, es gibt Einwurf, ich weiß nicht, woran, von wem das ist. Auf jeden Fall höre ich irgendeinen Kommentar die ganze Zeit. Geht vorbei. Ja, das Ball kann mal einer sein, Pfosten. Aber das habe ich bei dir teilweise auch. Ich er weiß, den Ball. Vielleicht ist es zu laut, dass das, der Sound Wir an sich. Auf die Uhr. 5 Minuten sind's hier noch. Dass das Mikro da selbst hört, kann auch nicht sein, ne? Das ist irgendeine Discord. So, was machen Sie draus? Ja. Da hat er die Chance. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Da muss er sich Kann der den Ball auch mal halten, Alter? Riesenparade. Die würde ich mir gerne nochmal anschauen. Die war unfassbar. Alter. Das war eindeutig abseits. Richtig entschieden. Er holt sich vorne den Ball. Da setzt sich Messi durch. Den hält er. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Schlusspfiff für uns. Damit war es das für heute. Wie hoch wolltest du mich eigentlich abziehen? Ne, ich meine nicht dich, Mo. Ich habe doch gerade mit dir gespielt. Ich meine doch jetzt den Fabi. Wie hoch wolltest du mich eigentlich abziehen? 11, 12, 13, 0 oder? Ich habe mir ein Ziel gesetzt, mindestens 7-0. Okay, sicher. Ganz sicher? Also es wird dann eine 9-0. Ja, okay. Ganz sicher. Okay. Was denn jetzt? Sofa, was ist das denn? Ja, wollen wir gleich ein 1 gegen 1 machen? Und dann spiele ich was? Ich bin noch gerade im Spiel. Ja, dann mach ich. Dann mach ich jetzt sonst nochmal. Wie heißt das denn hier nochmal? Transferziele, Neuigkeiten. Ah ja, ich auch wieder. Spielen. Ach da. Oh Mann. Bis ich das wieder. Und Squad Battles war das doch, ne? Oder war es Division Rivals? Dass man das. Squad Battles oder Rivals? Rivals ist gegen den Computer, ne? Nee, Rivals ist gegen andere Spieler. Oh, okay, alles klar. Stimmt. Weil sonst spiele ich sonst mal einfach gegen Random, ne? FC Carlo. Nee, ich spiel's noch mal zu Ende. Hä? Also ich hab in diesem FIFA schon über 880 Games gespielt. Aha. 80, okay. Wo kann man das sehen? Aha. Oh.
Das könnte interessant werden, das Spiel. Weil der ist gar nicht so wirklich besser als ich. Hat auch eine Chemie von, aber Wert im 80, okay. Aber Chemie 97. Ich habe dafür 100. Mal gucken. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Ende spielt ja das Team einfach sehr gut. Hier sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wie es ja dann meistens ist. Für Sie daheim kommentieren. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Sauber. Oh, gehalten. Unglaublich, oh, was für eine Parade. Kurze Ecke. Vorne jetzt die Balleroberung. Oh, Mist. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Das ist jetzt eine Chance. Fällt das Tor doch noch? Oh. Sie machen ja, das war klar. Wird dieser Treffer nicht abseits. Ist natürlich eine knallharte Entscheidung, aber die Unparteiischen sind sich ihrer Sache sicher. Jetzt Lacazette. Oh. Super Dankeschön. Aktion. Das ist die Balleroberung. Hey. Dembélé. Jetzt hätte er Platz zum Flanken. Sie können nicht klären, sind weiterhin mit Rennen. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Wie heißt der Torwart? Mandy. Aha. Okay. Iñaki Williams. Ah, mit E, nicht mit A. Sicher einer der wichtigsten Spieler sein. Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen. Ja. Sie holen sich den Ball. Er bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Williams! Jawohl! Da nimmt er ihm die Kugel vom Fuß, Buschi. Gut reagiert vom Torwart, gut rausgekommen. So. Marcelo hat Platz. Eieieiei. Angel Correa. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Williams. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gute Freistoßposition. Oh Mann. Das ist eine gute Chance. Freistoß, das könnte eine Chance sein, hier in Führung zu gehen. Jetzt schießt doch, Junge. Oh, der ist auch noch drin. Nein. Wunderbar. Ah, was für ein Freistoß. Flugbahn wie aus dem Lehrbuch. Überragende Schuss. Oh Mann. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie haben Platz. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Oh nein. Ja. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Ja, abseits angezeigt. Da waren sie zu überhastet. Absolut, wenn sie da noch einen Moment warten, dann ist niemand mehr im Abseits. Dann so bringt der Pass natürlich herzlich wenig. Ja. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Starke Parade. Unnötiger Ballverlust. Ganz stark abgeblockt. So, schauen wir mal. Können Sie bei dieser Ecke noch einen nachlegen? Kurze Variante bei dieser Ecke. Geht jetzt in die Mitte. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt können sie vielleicht kontern. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Da oben. Sauber. Nein. Oh, das könnte was werden. Beide gefährlich. Ach, Tor was? Durch Williams. Oh. Und mach weg. Wir schauen nochmal auf das Tor und da sehen wir, wenn das irgendwie anders hätte geklärt werden können, konjunktiv, dann wäre die Situation erst gar nicht entstanden. Aber so passiert es dann doch. Williams, er holt sich den Ball. Hat Glück.
Ja. Oh, 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 oh. Oh, da ist er durch! Oh nein! Oh nein! Oh, was ein Locker hier, du. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. No, no, no. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr rasieren eigentlich. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Ach, was. Es gibt Einwurf. Da setzt er sich gut durch. Jetzt höre ich wieder bei jedem von euch irgendwas. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ah. Könnte das vielleicht auch beim Dings sein? Schöne Aktion. Kollegen, beim Fabi, sind... beim na, dieses Kommentar. Nein, weil ich glaube nicht, weil ich wäre eures. Ah. Ganz alleine. Oh. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Ich bin zu schlecht. Er macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Stoß. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Er kann sich durchsetzen. Da muss er aufpassen. Marcelo geht hier dazwischen. Correa, du Schochel. Die Gelegenheit für die Flanke. Flanke an den kurzen Pfosten. Oh. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Und sie schaffen es halt auch immer wieder. Ey, schon wieder abseits. Was für ein Vorteil bin ich denn? Um zu münzen. Und daher ist die Führung bisher berechtigt. Ja, so blöd zum Pass oder was? Sie gehen dazwischen. Da fangen sie den Pass ab. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Er könnte flanken. Ah, oh, was? Was ist denn das für ein Scheiß mit dem Tor hier? Die erste Hälfte ist rum. Und mit diesem Spielverlauf hatte ich so nicht gerechnet. Nicht durchlaufen, nein. Mann. Das gibt's doch einfach nicht. Das gibt's der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Oh Mann, ich bin so kacke. Nacho Fernandes. Ich versuch's einfach mal. Schade. Seki Dader. Das wäre so close. Adama. Alexandre Lacazette. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Ja, nein! Das ist doch nicht zum. Ey, immer klatscht er gegen die scheiß Pfosten oder Latte, Alter, echt. Da wollten sie es vielleicht sogar zu genau machen. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Jeder, aber er macht einfach Tore, ist klar. Junge. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Er steht 5 zu 0. Der Ball ist weg, ich gibt jetzt einen Gegenangriff. Der ist gut geworden, ne? Correa. Ich hab's doch gesagt. Auf jeden Fall. Correa, macht er den rein. Gehalten, Szene geht weiter. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Super Pass, ja. Echt am Verzweifeln. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Er macht doch ein Eigentor. Mach doch einfach ein Eigentor. Ja, ich heul gleich. Du heulst. Bernhard. Ey, das ist doch nicht. Hat er ein Tor gemacht? Arsche. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Wow, das ist... Halbe Stunde noch, ja. Und dann ist das Spiel. Geht's hin und her?
Ein Schlagabtausch. Ja, also geht's nicht hin und her, aber der naja, Torstoßen sind schon sehr eindeutig. Mach kein Tor mehr. Sie gehen dazwischen. Oh Mann. Viel Übersicht bei diesem Pass. Na. Wichtig, dass sie da dazwischen gehen. Der trollt mich hier. De Paul. Das troll ich immer. Die Chance auf den Konter. Oh Mann. Ach, war Abseits. Wie viel der Abseits ist es jetzt das siebte Mal? Sieht gefährlich aus. Du hast keine Chance gegen Marina Lodin. Ja, das ist so. Sauberes Tackling von ihm. So. Jetzt komme ich wieder. Toussaint. Er hat eine gute Aktion. Alter, was mache ich da? 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Es ist die 40. Minute. Es steht 1-0. Ich möchte mindestens 5 Tore machen. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Gute Leistung heute. Aber hier ist der Torwart mal zur Stelle. Es gibt halt so Tage. Er lässt den Kopf wenigstens nicht hängen, sondern versucht noch das Beste rauszuholen. So wie in dieser Szene. EA, it's in the game oder was? Und da ist der Ball wieder weg. Lucas Toussaint. Auch da verlieren sie wieder den Ball. Ob jetzt aber. Oh. Toller Pass. Ich weiß nicht. Da ist er da und kann klären. Oder Achter, keine Ahnung, ich hab nicht mehr mitgezählt. Angel Correa. Chance für Correa! Oh! Ein tolles Tor! Der Ball wurde genau dorthin haben! Das wäre ein Tor gewesen! Bitte abseits, was jetzt? Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Echt, in der 45. Minute. Hast du ein Tor gemacht? Oh. Ja. Ach du! Ball ist erstmal weg. Alter, ich hab 20 Schüsse. Die Gelegenheit, um zu flanken. Geht jetzt in die Mitte. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Oh Mann. Bernat. Geht was nicht schneller. Vielleicht kann er vom Auswechseln wenden. Ball kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Jetzt mal Messi mit 92 Schuss. Vielleicht trifft er ja mehr. Klasse täglich. Wenn nicht, dann diskard ich ihn. Mir egal. Und Lacazette. Discard. Marcelo geht hier dazwischen. Oh. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Er gibt dem Spieler die Chance weiterzuspielen, aber da kommt er nicht mehr richtig in Tritt. Also dann doch Freistoß. Das ist keine Chance. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Korea. Williams. Sie verlieren den Ball. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Vorne der Ballgewinner. Messi. Williams. Williams. Oh. Schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht, lässt der Abwehr keine Chance. Und dann treffe ich nicht. Sie liegen deutlich vorn, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Gut aufgepasst, da kommt der an den Ball. Ich mache auf jeden Fall nach dem Spiel erstmal ein kleines Päuschen, Leute. Schlusspfiff für Jörns. Das ist jetzt echt vorbei. Die Gäste gehen hier ja, aber das Essen wäre auch nicht schlecht, stimmt. Oh, ich weiß nicht. Nein! Ich Idiot! Ich könnte mir gerade echt selber eine Faust in die Fresse schlagen. Nicht so auffassen. Das war sogar gegen Dresden, VfB. Dresden, VfB? Ach, mein Mensch, das ist. Ach so, oh Mann.
Naja. Sehr schön. Hey. Paul. So, ihr Lieben, ich mach mal ein Päuschen, ne? Bis gleich. Bis gleich. Macht voll Bock zu faulen.
So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Genau. Mo, wie sieht's aus? Wollen wir mal hier so ein Freundschaftsspiel machen? Normales? Oder ein... Na, gegen, also auch so hier Ultimate. Achso, wir haben ja noch kein Dings gemacht. Ja, ja, dann lass uns mal eins machen. Da bist du, ich lade dich mal ein. Ja. Klassisches Spiel. Ja, einladen. Ich bin offline gegangen. Ja, haben wir mitbekommen. Okay, na, ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Wenigstens ich mitbekommen. Alles klar, Digga. Bei mir ist mein Discord anscheinend eben abgestürzt. Warum auch immer. Und jetzt geht's ja wieder. Ja, dann bis später, mein Lieber. Bis später. Ja, bis später. Danke, dass du trotzdem dabei warst. Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Dir auch. Ja, dir auch. Schönen Tag. Ne? Ja, gerne. Das ist doch gut. So. Ach so, ja. Guck mal, Xmo. Moos 11. Mhm. Ja, stimmt. anstatt Oceans 11, ne? Ja, cool. Ja. Da fehlt nur noch Joey's 11. Der FC Carlo geht auch. Aber bei dir heißt er auch immer noch Barnet City und bei mir Paris FC. Ah, komisch. Ja, ich weiß es auch nicht. Naja. Gutes Fußballwetter haben auch ein gutes Spiel, mein Lieber. Willkommen zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ja, danke. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie da einmal im Mikrofon. Du bist jetzt, glaube ich, richtig krass wieder eingespielt, wie es aussieht. Hochinteressantes Spiel begleiten. Das müsste eine klasse Partie werden hier. Also, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die Neutralen. Chance für den hält er natürlich, keine Frage. Schwacher Ball. 07 Mo Bond verloren wird an einem anderen Tag. Ja, ja. Ey. Ganz ruhig, Mausi. Mo Bond. Miguel Veloso. Und sie verlieren den Ball dann doch. Das war sehr gut. Ja, doch. Sie haben Platz. Genau hinschauen jetzt. Genau hinschauen. Ganz enge Geschichte. Mann. Beide gehen zum Ball und dann hat der Keeper auch ein wenig Glück, dass das gut geht. So eine Scheiße mit der Scheiße sehr gut hier. Gemacht, der hat den Ball. Ah. Ganz souverän hier vom Torhüter. Quaresma. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Mo, ey, geiler Titel für den Film, Mo. Der wird gedreht nächstes Jahr, ne? Mo Bond, Alter. Geil. Super dazwischen gegangen. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Oh ja, okay. Ja, jetzt wo ich ein Tor schießen will. Der Belay mit der Flanke. Nee, hab ich schon gemacht. Okay, alles klar. Nicht das Tor. Und wenn der reingeht, dann haben sie das Ding erstmal im Griff. Aber so weiter 0-0. Da ist der Discord-Link wieder. Das schreibt... Das kann ich ja noch in den Titel. Jose Fonte. Auch früher. Miguel Veloso. Ja. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Ey. Gut gemacht. Da holen sie sich den Ball zurück. Oh Mann. Auf Außen ist Platz. Spider Joe. Far from hell. Far from goal. Ey. Sag mal, nur weil ich heute so schlecht spiele. In fies. Sie gehen dazwischen. Ich dachte, du glaubst an mich, Mausi. Irgendwie halt dann doch nicht. Guter Steilpass hier, macht er gut. Ball abgefangen nach diesem Steilpass.
Ich weiß, dass es nur Spaß ist. Weiter. Ach Mausi, ich bin doch Einwurf um Längen schlechter als du. Was sagst du? Le Normand. Jeder spielt so, wie er kann. Ja. Sich da den Ball. Klasse. Dein Problem ist einfach schöner nur, dass Vorstoß, du die Tasten immer noch suchen musst. Ah, irgendwie hält er ihn. Wenn du spielst. Oh. Ecke kommt rein. Das ist alles. Abwehrversuch, Schalter, Szene geht weiter. Oh ja. Sehr schön, gemacht, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gefährlich, immer. Ja, shit. Super. War er drin? Aus dieser Entfernung. Nein, war er nicht. Perfekt antizipiert, wo der Ball ist. Eieiei. Dembélé schlägt den Ball herein. Erstmal geklärt. Die können nix. Irgendwie. Außer. Frage, wollen wir nachher vielleicht nochmal irgendwas. Da fangen sie den Pass an. Heute? Aber ich suche ja nicht nur die Tasten, sondern auch das Tor. Ja, ja. Hier vielleicht die Chance. Schön gehalten, aber Ball weiter spielen. Jetzt nicht, weil ich wieder. Sondern? Nicht so. Ja, setzt sich schön durch. Ja, erklär mal warum. Am Ball, Joao Felix. Toller Zweiger. Ja, kein Bock mehr. Und was wäre das, was du spielen willst? Sie haben den Ball. Ich weiß nicht, zum Beispiel Fortnite oder Fortnite ist schon eher als Rocket League. Rocket League habe ich nicht so einen Bock, irgendwie, ehrlich gesagt. Die Gelegenheit für die Flanke. Schöne Bewegung. Scheiße. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber. Ach, du hast noch nicht mal. Ich dachte, du hättest schon längst ein Tor. Kein Grund zur Aufregung, er hat da nicht richtig getroffen. Jetzt steht immer noch 0-0. Nee, steht noch 0-0. Das ist gut. Ballinja. Das ist, für mich ist das gut, ja. Gute Bilanz, dein Spaß. Also ich. Ach so, du wolltest also nicht. Also jetzt zwangsläufig nur FIFA 22 streamen. Könnte den Konter geben. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Ein bisschen anstrengend. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Okay, ja, mal gucken. Hier die bessere Mannschaft. Aber was nützt das alles, wenn man nichts draus macht? Sie agieren zu halbherzig. Es fehlt das letzte Engagement. Und deshalb. Soll ich dann einen neuen Stream machen oder einfach dann. Wäre ja auch nicht schlecht, ne? Kannst du doch mal. So, was machen Sie draus? Ich weiß. Macht er das Tor? Super gehalten. Ui, ich muss nur umschreiben, ne? Wahnsinn, wie er den noch hält. Da kann er sich den Ball holen. Und nun Lacazette. Ja. Oh, das könnte was werden. Und ja! Zum ersten Mal im Netz. Endlich. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Oh. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Danke. Und Lacazette. Schönes Zuspiel. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Tolle Parade. Da kommt die Ecke. Ah, oh, er kann klären. Oh, ja, und der jetzt ungewöhnlich wäre, Digga. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Da hat eine Menge gefehlt. Da geht er gut in den Zweikampf. Was? Du hast eine Pause angemeldet? Eine Minute wird jetzt nach oben aufgepackt. Gleich mal gucken, bei mir doppelt sich irgendwie der Sound wieder. Komischerweise. Ja. Nur Lacazette. Lass mich nur noch ein Tor. Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Also wenn du eine Pause haben möchtest, Mo, dann solltest du auch X drücken. Ihm fehlt so ein glaube ich. Nee. Ja. Moment. Ich muss mal gucken. Ah.
Na, das Ding ist, wir haben leider nur. Oh, ich hatte doch aber. Nur noch 20 Sekunden gleich Zeit. Das ist es. Ja, wieso zeigt der mir jetzt den Bildschirm nicht an? Weiß ich nicht. Boah, es geht schon weiter. Komisch. Ich kapier's nicht. Ja, Fenster schließen. Sorry. Ja, ich habe jetzt mal das Fenster geschlossen. Geht's weiter? Läuft. Jetzt geht's weiter, ja. Okay. Sehr schön. Jetzt ey. Ist er ihn unter Druck. Oh Mann. Da habe ich jetzt auf die irgendwie Front schon wirklich durchlaufen. Oh, der geht am Gegenspieler vorbei. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Oh. Und jetzt haben sie sehr den Ball. Schön. Gefährlichter Steilpass. Da hat sich der Abwehr, das ist Abseits. Ja, da machen sie ja, was kann ich denn dafür? Schwacher Pass, sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Da musst du geduldiger spielen, ist ja keine Frage. Sorry. Sie holen sich hier den Ball. Oh. Joao Felix. Sie gehen dazwischen. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Zu früh losgelaufen, klarer Fall. Mann, ja, aber das war knapp. Und wenn das klappt, wenn diese Strategie das ist wieder FIFA. Klappt, dann kann es gefährlich werden. Aber klar, er hat so ein wenig die Präzision geschafft. Sie können den Ball abfangen. Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste, aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Ei, Digga. Vielleicht jetzt! Ah, nee! Der Ball zappelt im Netz, nee, sie sind zurück in diesem Spiel! Das war Joao Felix. Wir schauen nochmal auf den Treffer. Da ist zuerst die Flanke und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Lacazette geht vorbei. Alexandre ja. Lacazette! Lacazette macht das Tor! Wow! Yes, baby. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Ey, nur noch der Torwart vor sich. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Nein. Klasse Pass. Ach Mensch. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Und da zeigt er seine ganze Klasse, kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Er spielt den Verteidiger aus. Oh, Joao Felix. Sehr gut. Gehalten. Super, ja, danke, danke. Was für ein sensationeller Reflex. Ecke kommt in die Mitte. Weiter dieses. Wie war es mit Far From Goal, Mausi? Den Film wird es wohl doch nicht geben, ne? Lacazette. Da ist er alleine durch. Ball ist unterwegs. Oh. Okay, erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt den Spiel aufziehen. Der ist gut, der ist sehr gut. Abwarten. Den Film wird es nicht geben. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Guter Pass jetzt. Dembélé.
Oh yes! Jetzt Mo, jetzt komm ich, jetzt komm ich. Ich weiß Mo, ich weiß. Wir können auch, wie gesagt, danach gerne. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Weil ich hatte mich jetzt eigentlich darauf eingestellt, dass wir schon hierbei bleiben. Aber du musst ja, ich kann ja auch sonst random zocken. Solange bis vielleicht ja jemand vorbeikommt, der mit mir zocken will, jemand Nettes, so. Weißt du, ich meine? Und nun Lacazette, Dembélé. Das ist die Chance. Und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Also das war natürlich eine tolle Parade. Da musst du erstmal rankommen. Diogo Jota, jetzt könnte er über außen kommen. Icardi, sie holen sich den Ball. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Nur gut, ich spiele zu viel. Toller Pass. Ball bei Lacazette. Jawohl. Wow. Joe ist zurück, Leute. Joe ist zurück. Und mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Ja, setzt sich schön durch. Gut durchgesetzt, gefährlich. Gute Aktion, Spiel raus. Ah, der ist raus. Gib den Eckball. Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen, hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel. Lief nicht. Und deshalb ist jetzt vorzeitig Feierabend. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Er bekommt Hilfe. Oh. Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Wow. Pass wird abgefangen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ball wird abgefangen. Lacazette jetzt. Dembélé. Nein. Schuss geben. Das war jetzt blöd. Oh, Fonte muss aufpassen. Icardi. Oh, da ist er durch. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Erst diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Sauber. Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. Eieiei. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Oh, das war's. Das war's für heute. Wir hören schon fünf. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber. Das muss doch auch mal wer sein, dass ich mal mein Moe besiege. Ach. Was ein Spiel, ey. Oh. Ja. Weißt du, ob man nochmal ein normales Freundschaftsspiel machen muss? Wenn du willst, wenn du auch da jetzt wieder verlieren würdest, gerne. Nein, Spaß. Das war, du weißt, wie das gemeint ist. Weißt du Bescheid? Oder, naja, wir machen noch mal ein Rückspiel. Hier mit, hier jetzt so? Ja. Okay. Er hat's gewollt. Ihr habt's gehört, Leute. Ja, ich lade dich wieder ein, ne? Warte auf Mo's 11 steht da. Nein, Spaß. Ich hab nicht gehört, was? Wie nicht gehört? Was hast du nicht gehört? Hä?
Weiß ich nicht. Okay. Wer weiß, woran das jetzt lag. Der Ping ist auch teilweise. Achso. Na, als du gesagt hast, habt ihr gehört, Leute. Achso. Das hast du schon gehört. Dann hättest du es ja nicht schreiben können. Du wieder. Versuchst mich hier wieder zu trollen, oder was, Mausi? Ja, ja. Immer auf die Kleine im Schnabelanzug. Ein bisschen Spaß muss sein, ich weiß. Weiß. Ja, muss man auch vertragen können. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir beide freuen uns natürlich auf. Na. Der Angriff könnte was werden. Danke. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Sehr gut. Ey, was war das? Das war Ball gespielt, ne? Sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Ich spiele auch nicht, warum ich bei mir im Moment keine mehr habe, die mitlaufen. Chance vertan, die Kugel ist weg. Weiß ich nicht. Hast du ein Offensiv eingestellt? Was macht er draus? Ja. Abwehrversuch scheitert. Okay. Die Szene geht weiter. Joao Felix. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Jetzt ist er durch. Scheiße. Ich hätte ihn drin lassen sollen. Zählen kann das Ding nicht. Ist abseits, Wolf. Wissen Sie auch? Ah, das steht. Das, nee, das, nee, das ist kein Tor. Dann am Ende ein misslungener Angriff. Nee, das hat nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber es hat nicht gezählt. Es steht 0-0 immer noch. Bei mir jedenfalls. Ich glaube, bei das dir auch. Das ist natürlich kein guter Pass. Joao Felix. Gute Aktion von Golter. Sauber. Kein Tor in dieser Szene eben. Ist unfassbar. Glück, also, ich ja. Ich weiß wirklich nicht, wie das ging. Das ist Könmo, weißt du. Ja, genau, abseits. Ah, das war zu lässig. Abseits vom Abseits, nein. Sieht vielversprechend aus. Und oder was? Ach, du, ach so, du meintest dein Abseits. Ach so. Er kann abseits, aber der Ball weiter im Spiel. Über die Torauslinie, Ecke. Dembélé. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Guadesch war am Ball. José Fonte. Danke. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Schöner Pass. Scheiße. Rui Patricio ist da. Ja, was denn? Hast du gedacht, der geht rein? Ja, nix. Vorne der Ball gewinnen. Da setzt er sich gut durch. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Das war nicht gut vom Abwehrspieler. Jetzt die Flanke. Ach, und gut, so sehr kannst gut. Du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Pass wird abgefangen. Ich muss echt in der nächsten Halbzeit mal gucken. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Ich glaube bei mir auch nicht. Da ist er aufmerksam. Nee, das, gut vom Torwart. Naja, das steht ja nicht offensiv. Das steht dann so, einfach zum Beispiel 4-3-3 da und dann eine Zahl dahinter. Und das ist dann halt die Aufstellung. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ja, das. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Den lenkt er gut
über die Latte. Das war klar. Es gibt Ecke und damit die Chance zur Führung. Ecke kommt ins Zentrum. Da kann er klären, gut aufgepasst. Klasse Einsatz. Das war eine gute Chance. Kann oh. den Ball halten, schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Dembélé schlägt den Ball herein. Sie versuchen es. Oh. Die Gelegenheit. Hast das gesehen, Mo? Das war eine Zitterpartie für dich, ne? Was für eine Parade. Da verhindert er den Rückstand. Und Sie Was? Können sich bei ihm bedanken, dass es hier bei diesem Spielstand bleibt. Außen ist Platz. Platz für die Flanke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Die Kassette ist für ein bisschen links sein. Nicht, was mit mir los ist. Gehalten, aber der Ball ist weiter. Du bist müde. Du könntest auch so machen. Du musst ja jetzt auch nicht beim Ziel. Also ich kann jetzt auch einfach. Ich hab nämlich ziemlich viel Elan. Ich würde sonst. Wir können auch gerne zusammen was streamen. Ich könnte nachher aber auch gerne auch einen Singleplayer so streamen oder so. Wo du vielleicht einfach mit dem Disc, wo du nicht viel machen musst. Okay, dein Tor. Wo du einfach im Dings bist, im Discord oder so, ne, für eine Zeit lang. Oder auch nicht, je nachdem, biete ich dir an. Ich habe mich überlegt. Wir sehen noch mal dieses Tor, da ist die Flanke. Ja, gut. Und dann ist er stark. Und wieder muss ich natürlich. Mit dem Kopf zum Ball gehen. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu weit. Oder ich mach das. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Oder ich mach das mit Mafia heute vielleicht sogar schon mal im ersten Teil wieder. Lacazette jetzt. Geht das schon und hat den Ball. Hätte ich schon Bock drauf. Müsste ich mir aber noch laden, das ist das Ding. Lucas Toussaint. Ist das der Ausgleich? Schöner Kopfball. Und der war nicht schöner Kopfball, aber allerdings trotzdem. Der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Die Fans hoffen bei der Ecke jetzt auf den Ausgleich. Klischee. Ja. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Dembélé. Oh, viel Platz jetzt. Und die Balleroberung. Oh, wow. Können Sie diese Ecke jetzt vielleicht nutzen? So hoch. Aber er hätte reingehen können, der hätte reingehen können. Da muss schon alles stimmen, der, dass der hatte Potenzial. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Er lässt den Gegner stehen. Er könnte flanken. Joao Felix. Oh, aber nicht schlecht, Mo. Also ich glaube, den haben alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Gut abgeblockt. Aus. Und aus. Zur Pause haben beide Teams alle Pause, meine ich. Steht 1-0. Aber ich mache mich auch langsam wieder, ne? Oder Mo, was meinst du? Ich bin wieder am Kommen. Am Rhein. Ab geht's in Durchgang 2. Bisher hatten wir richtig Spaß. Ja. Ja, wir haben tollen Fußball. Sonst hättest du jetzt auch nicht ein Tor gemacht, oder was? Also es passt doch, oder nicht? Gute Aktion. Stark gemacht, das könnte was werden. Fällt das Tor doch noch? Ball geklärt. Ja, ich weiß. Ein Tor machen. Schlechte Möglichkeit gewesen. Was auch sonst. Ist hier immer noch am Ball. Ja, ein Tor machen. Super gemacht, gute Verteidigung. Du wolltest gerade abdrücken sozusagen. Partie ist also, unterbrochen, es gibt Einwurf. Ich weiß, was du meinst, was du sagen wolltest ungefähr. Oh ja, sehr gut. Da oben, der fordert den Ball. Oh. Abschluss geben jetzt. Das war, okay, ich hab's mal versucht, ne? Aber hat ja geklappt. Hab dich ein wenig irritiert, oder? Ich dachte nämlich, das geht als Grätsche rein. Dings, ne? Eine davon auch für den Führungstreffer genutzt. Ein guter Vielleicht.
Joao Felix. Mann. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Gelegenheit für die Flanke. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Also nicht flanken, Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Jetzt müsstest du mal... Miguel Veloso. Das solltest du vielleicht mal gucken, dass du das irgendwie hinkriegst. Jetzt ja, das kriegst du schon mal rein. Ich glaube ja an dich, Mo, das weißt du doch. Der muss da drin sein. Oh nein. Er sagt auch noch, der muss drin sein. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ah, zu hoch. Nein. Ah, ich habe auch falsche Taste gerade gedrückt. Sie werden hier wechseln. Du wechselst. Das könnte was werden. Joao Felix. Lang schön. Gehalten war kein wirklich gefährlicher Ball. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da ist die Chance. Gehalten. Ach no. Was für ein sensationeller. Du bist schuld, dass nichts geworden ist. Spaß. Oh, mit Mann. Dem Fallrückzieher will er da den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich. Oh, der ist so unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht ja, jetzt aber. Der Ausgleich, jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Dann ärgern sie sich, Ballverlust. Da kommt die Hereingabe. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Schön dazwischen gegangen. Da haben sie Platz, jetzt so. Vielleicht der Konter. Sie gehen dazwischen. Immer wenn ich so sage, dann hat er wieder den Ball. Da ist zu viel Platz bei diesem Dribbling. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Jetzt der Schuss. Oh. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Der Ball kommt. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Danke. Und die Balleroberung. Wichtig. Der Ball ist weg und jetzt dieser Fehlpass. Der Gegner angreifen. Oh, Entschuldigung. Das ich war. Mensch, das war doch nicht so gemeint. Unentschieden Scheiße. Bislang. Vielleicht bringt der neue Spieler jetzt ein bisschen frischen Wind in die Partie. Sie können jetzt flanken. Die Chance! Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Da kommst du nicht durch anscheinend, ne? Oh, gut, dass sie mitlaufen. Er ist frei, da kann was draus werden. Das ja, muss es sein. Zu spät. Er pariert, aber der Ball bleibt was im Spiel. War zu spät? Was meinst du? Ja, das ist geschossen. In den letzten Minuten sind die Gäste hier natürlich eindeutig untergeben. Ja, ja, ich hab's gecheckt. Also, ich kann mir hier den Siegtreffer... Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte, das hätte ein Treffer verdient gehabt. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Was drückst du mal im Kopfball immer? Wenn er machen willst. Ja, das ist richtig auf jeden Fall. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Manche Spieler sind, glaube ich, für Kopfball einfach nicht gemacht. Ich weiß es auch nicht. Lacazette geht vorbei. Ey, das wird der Sieg. Könnte die Führung werden. Jetzt ja. Jawohl. Lacazette. Mit Ankündigung von meiner Seite. Ja. hätte ich eigentlich bringen müssen. 2-1. Vielleicht bekommen sie noch die Chance zum Ausgleich. Jetzt gilt's.
fällt das Tor doch noch. Klasse Pass. Könnte der Ausgleich werden. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Befreiungsschlag. Weiß ich nicht. Wichtig! Er holt den Ball. Vielleicht die Konterchance. Noch liegen sie hier vorne und die Fans tun alles, damit das auch so bleibt. Den Ball kann er abfangen. Schöne Aktion. Steilpass. Er hält ihn. Okay. Unglaublich. Das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Nochmal gibt's Eckball. Und wenn sie den verwandeln, ist das Spiel durch. Oh, ich dachte gerade, der geht rein, Digga. Das Tor gemacht, sah auch zunächst gut. Hast du den schon drin gesehen? Aber dann fehlt einiges. Nee. Ich dachte, ich schon. Dem jetzt nicht. Okay. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Da kommt die Hereingabe. Eigentlich eine gute Aktion, aber der Ball ist weg. Das war's für heute. Wir hören den Schluss. Danke, Mo. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber. Wie war das jetzt? Du wolltest jetzt nochmal ein normales Spiel machen oder ein normales Freundschaftsspiel? Oder hast du keinen Bock mehr? Oder wie sieht's aus? Weiß ich nicht. Ja, machen wir nochmal ein normales. Okay. Alles klar. Dann mocken wir dort. Sehr schön. So, oh, ich hab natürlich wieder gut an Dings zugelegt, ne? Mit den Münzen da. Kann mich das so wirklich verlassen? Ja. Ich baue auf jeden Fall, glaube ich, wie es aussieht, trotzdem einen besseren Torwart noch demnächst mal. So, dann würde ich dich mal einladen, wa? Ich kann jetzt natürlich auch mal... Wir können mal Spanien gegen Portugal machen oder so, wenn du magst. Hast du bekommen die Einladung? Ja, ich bin... Ah, alles klar, Entschuldigung. Aber jetzt zuvor eigentlich. Weil du spielst doch gern Portugal, ne? Und ich eigentlich gern, ja. Spanien. Die sind natürlich von den Werten her... Die sind beide ziemlich ausgeglichen im Vergleich. Ja. Ja, du rot und ich dann. Das geht ja nur so, okay. Alles klar. Will auch mal rot spielen demnächst. Vielleicht mal Rückspiel, nein, Spaß. Weiß ja nicht, wie fit du noch. Du meinst, du bist nicht mehr so fit, ne? Also das Spiel schaffst du jetzt noch, oder? Ja. Okay. Und wenn ich jetzt einfach bei FIFA bleiben würde, das wäre doch auch in Ordnung. Müsste halt, wie gesagt, Mafia eh noch laden. Das würde ich dann machen, wenn ich es fertig habe, einfach, weißt du? Willkommen zum heutigen mit dem Spiel, liebe Zuschauer, das hier im Wanda Metropolitano stattfindet. Ihre beiden Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und ich glaube, das dürfte heute eine richtig interessante Begegnung werden. Spanien, ich überlege, ob ich vielleicht sogar mal Portugal dann den zuletzt, schweren Modus zocken. Nein, müssen sie heute die Wende schaffen? Am besten mit einem Sieg. Bei Mafia. Durch und jetzt könnte es was werden. Im schweren Modus. Da gehen sie dazwischen. So, ja. Bruno Fernandes. Da stirbt man ja. Wenn man stirbt, dann stirbt man, oder? Oh, wie war das? Wie war Diablo 2 oder wie ist das? Weißt du das? Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Aber nicht. Okay. Das wäre es ja auch noch, ne? Gerard Moreno. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene.
Es ist schon schwieriger auf jeden Fall. Bernardo Silva. Muss ja. Bernardo Silva, macht er den? Scheiße, ich hätte nicht rausholen sollen. Ja, das Tor war frei. No way. Den musst du erstmal von dort aus treffen. No way, Mo. Das Tor nimmt er gerne mit. Alles offen, ich glaube. Ja, ich den weiß. Kann er gar nicht mehr verschießen. Er wäre zumindest schwierig geworden, aber er nutzt die Chance. War es auf jeden Fall. Einfach zu verwerfen. Da stimme ich hier zu. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Portugiesen. Das macht er sehr gut. Ja. Kann er den Ball behaupten? Kann vorne er. Der Ball gewinnen. Das könnte es sein. Mau. Was für eine unglaubliche Parade. Aber auf eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Gucke mit der Ecke. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Mhm. Oh, nun Busquets. Gucke. Gute Chance für eine Flanke. Oh no. Chance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Oh Mann. Jetzt will er es mit allen aufnehmen, hat man das Gefühl, er zieht den Sprint an. Oh. Weil er mehr draus machen können. Das war jetzt, du wolltest passen eigentlich, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber er hat einfach nach vorne. Ja, das ist manchmal so. Super Pass! Daniel Olmo. Da können Sie den Ball erstmal rausbringen. Das wäre jetzt Doppelflanke gewesen. Klasse Ball gewinnen, vielleicht waren Sie jetzt was draus. Da kommt die Herein. Jetzt aber. Sag, nein! Einen sicheren Tor aus, aber nicht. Sag mal. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Da setzt er zum Sprint an, kommt er durch. Nein, jetzt nein, kann er den Ball reinbringen. Den muss Cristiano Ronaldo machen. Boah, das war wirklich in allerletzter Sekunde. Klasse geklärt. Spanien gibt den Ballbesitz ab. Olmo. Buschi, du hast dir mal kurz die Zeit genommen und bist in die Statistikarchive hinab. Ah, Moment, jetzt klappt's gleich. Ja, so, ja, Spanien, der war gut, der war sehr gut. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Jawohl. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Portugal macht Druck. Bruno Fernandes. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Oh, abseits. Ah, das ist natürlich nachlässig. Abseits. War vermeidbar, völlig klar. Zunächst ist das abseits, dann sortieren Sie sich neu. Und dann kommt doch dieser schwache Pass, Wolf. Es war zu wenig. Dani Olmo. Spanien mit dem Ballverlust. Jawohl. Da rennt er mich wieder um. Er nimmt ihm den Ball ab. Oder umkreist. Nee, wie heißt das? Das ist auch gerade nicht. Weiß ich nicht. Der Pass kommt nicht an, warte ich präzise. Ey! Ich muss gerade überlegen, wann war. Der Dings. Milano, ja. Hallo Milano, mein Lieber. Entschuldigung. Dass ich gerade den Namen nicht drauf hatte, du warst dann ja nicht mehr da, deswegen, sorry, ja, wie geht's dir? Du könntest natürlich auch mitmachen. Klar, wenn du hast eine Play sie am Start. Sieht so aus, wa? Sie machen zu, das war wichtig. Natürlich, immer gerne. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Nein. Also Stein war jetzt nicht für dich, sondern das war wegen dem Torwart eben natürlich. Er holt sich vorne den Ball. Gerard Moreno. Mann, ey, was soll das? Oh.
PS5 sogar. Ah. Ja, mir geht's ganz gut soweit. Mo aber auch, denke ich. Er scheint nicht abspielen zu wollen. Läuft weiter mit dem Ball. Klar, kannst du mitmachen. Jetzt ist der Platz da. Gebt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Dann zocke ich danach. Nehme ich dann mit dem Milano. Sie verlieren den Ball. Kannst du da schon mal in Discord kommen, mein Lieber? Wenn das. Sergio Busquets. Geht. Da ist, muss gut, dann ist was und dann ist gleich. Das dauert ja eh noch, bis wir fertig sind. Schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Guter Mann. Oh, da fällt das Tor. Sie sind zurück im Spiel. 2-2. Oh Mann. Spielst du Star Citizen? Was ist das? Für die Playsy? Kennst du das, Mo? Es ist ein Ehespiel und das drückt jetzt auf der aktuelle Spielstand auf. Rechner, ne? Rechner, ja. Nee. Ich kann leider auf dem Rechner hier eh nichts großartig zocken. Weil wie eine Grafikkarte, die hat ein zweites Leben schon. Also für Streaming reicht es gerade mal. Ne, Mo? Ja. Da müsste ich mir. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Vor die zu raus. Gerard Moreno. Aha. Jetzt ist er durch. Oh, was? Wow. Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass ihr das Tor hier machen müsstet. Aber der Keeper, sensationell. Ja, Fassungslosigkeit, ja. Wenn man hinschaut, eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Wer ist da? Wer ist denn da? Ich bin's, Eddie. Ich bin's, Eddie. Ah! Bernardo mit dem Pass gegen Nesta. Grüß dich. Moin, moin. Grüß dich. Ja, ich weiß. Weißt du, warum ich letztens nicht da war? Jorente. Weil Jeanette zu mir gesagt hat, es wäre nicht. Das war ihr Fehler. Also hat sie selber gesagt so. Ja, den muss er erstmal halten. Ja. 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 Ja, ich meine letzte Woche. Und die da. Ja, das tut mir auch leid. Ich dachte halt, es wäre halt nicht, weil er halt krank wäre oder so. Dachte ich halt. Und deswegen bin ich nicht gekommen, aber ich komme diese Woche auf jeden Fall. Nächste Woche auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, Mann. Und sehr schön, dass du. Gerade wahrscheinlich auch. Also auf jeden Fall, dass du jetzt für Discord schon mal bist. Oh. Na, das weiß ich ja. Nein, ich meine jetzt bei uns jetzt auch mit drin live, meine ich jetzt. Ja. Wie geht's dir? Ich hätte mich auch schon mal längst wieder melden können, ich weiß, aber ich habe manchmal ja auch, wie du ja auch, viel um die Ohren, weißt du ja, ne? Okay. Ja, okay. Schaust du uns auch gerade zu, ja, ne? Eine Minute gibt's oben drauf. Den Ball kann er abfangen. Ach so. Geht ja 5. Oh ja, da hat dich viel gefehlt. Der Keeper ist ein Tick schneller, das war richtig gefährlich. Ja. Ja, nice. Ach, du meinst jetzt bei. Ach so, Mo, das ist übrigens der David übrigens. 2-2 zur Pause, ein intensives Spiel mit vielen Torraumszenen. Vom Theater. Und auch, also. Ja. Eine super Leistung. Wir waren ja auch schon mal zusammen beim Chinesenessen, ne, Digga? Das macht unglaublich Spaß. Letztes Jahr war das, ne? Ja, genau. Genau. Das war auch cool. Das war lustig. Ja. Bei uns hier. Hey! Hallo Adrian! Und hallo Mausi! Hey. Ja, hey Adrian. Grüßt euch! Was ich ein bisschen schade finde, dass ihr auf Konsole zockt und nicht auf PC. Bei mir geht das hatte ich auch eben gerade schon gesagt, das geht bei mir leider nicht. Ins Spiel. Weil, spieltechnisch wäre es glaube ich kein Ding. Aber hardware-technisch, okay, ich brauche eine neue Grafikkarte eigentlich für den Rechner, ne Mo? Du brauchst eine andere Grafikkarte, weil ansonsten. Sonst taucht die Karte ab, ja. Und so wird
wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ja, aber das ist noch teurer. Ich bin ja nur so ein armer Streamer, weißt du? Daniel Olmer. Ich habe ja das Geld dafür nicht momentan. Das ist es halt. Ja, das kann, da kann ich ja, also kann ich ja nicht verlangen. Ne? Nein, ist ja richtig. So bin ich ja auch nicht. Vielleicht die Führung jetzt. Oh Mo. Und was denn? Was sagst du nochmal? Sie zieht den Konter perfekt auf. Ne, David, was er gerade gesagt hat. Er nimmt das kurze Eck. Ich hab's. Ich weiß gar nicht mehr, was gesagt hat. Ich hab's wieder vergessen. Okay. Der und neue Spielstand lautet hier also. Okay. Und du, Mo? Hast du was gesagt, Mo? Ich hab nur yes gesagt. Ah, alles klar. Kopfball neben Sturm, eigentlich kein schlechter Versuch. Nein, sag, lass uns mal nicht drüber reden, bitte. Weil das machen wir halt auch. Das sorgt dafür, dass dann. Ja. Er muss es dir mal auf Stream erklären, warum man das nicht macht. Okay. Ja. Da ist die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Ronaldo. Ja. Bruno Fernandes aber. Sie haben die Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Mo, der ist echt. Also spielt ihr jetzt beide FIFA oder? Wir spielen gerade beide. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Mo hat sich das jetzt mittlerweile auch geholt. Haben wir dazu geraten, gerade weil es da im Angebot ist momentan. Für die Playsee auch. Das wird Ecke geben. Die Ecke könnte die Chance zum Anschluss treffen. Und was machst du so? Weiter hinter dem Team. Da ist der Ball erstmal raus. Ja, stimmt, hast du ja gesagt. Stimmt. Oh Mann, ich bin. Du weißt, ich bin dauerverpeilt. Oh, das könnte was werden. Mausi, was machst du gerade? Haben es auch mal wieder geschafft, in den Stream zu kommen. Voll ja, hier, ja, Adrian, das ist doch gut. Da geht er natürlich hervorragend. Das ist doch sehr gut. Du hast ja gesagt, David, du hast ja das gesagt, dass geben. Du auch, du bist ja nächste Woche auch da, ne? Oh mein Mo. Entschuldigung. Ihr wisst? Selbst überrascht drüber. Sie bauen den Vorsprung weiter aus. Ich lasse glaube ich auch langsam stark. Nein, diese Woche meine ich jetzt natürlich. Sie zeigen eine Top. Da kommst du ja auch, ne? Auch ja, super. Dann sehen wir uns auf jeden Fall, weil ich wollte versuchen, Mittwoch und Donnerstag zu kommen. Und Freitag vielleicht zum Essen. Aber ja, da in der Tagesstätte. Klasse Pass. Ja. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Gehalten. Unglaublich wohl. Was für ich warte, dass das Sechse wird. Außerdem tut der Fingermord weh. War echt tief. Oh ja, das glaube ich. Das glaube ich, Mosi. Gucke mit das der Ecke. Dann egal da, ne? Ja. Das hat sie doch vorhin einen Finger geschnitten bei der Kante. Oh Mann. Ja, energischer Vorstoß. Ja, leider. Oh, was war denn das? Du zockst über Rechner oder was? Also geht ja. Okay. Also ich zocke über Laptop. Ja. Und das läuft gut? Ja. Okay. Und das doch. Gut ist ja auch ein Gaming-Laptop, ne? Ja. Soll wohl sein. Ja, was willst du mit. Sag ich jetzt mal so abgedroschen. Was willst du mit so einer Gurke, wo nichts läuft? Dreierpack! Was für eine Aktion! Und wie gut ist der heute drauf, Wolf? Das ist sensationell. Ach, muss mich hier schon wieder am Abziehen. Das wird er so schnell nicht vergessen. Aber vorhin mit dem Ultimate-Team lief es natürlich wieder, ne? Also echt doch. Das hätte der Torhüter besser lösen müssen, kann er normalerweise auch. Das kennen wir besser von ihm. Ach. So ist die Lücke da und so fällt das Tor. Kaum zu glauben. 6-2 steht es jetzt mittlerweile.
Milano, wenn du willst, kannst du gerne auch, in, wie gesagt, wenn du ja fertig warst, auch mit in Discord kommen, ist kein Problem. Musst dich nur trauen. Je mehr, desto besser. Genau. Den Ball abgewehrt. Ich habe ja sonst immer viel Pokémon Unite auch gestreamt, vor kurzem noch. Gut gemacht. Jetzt habe ich, jetzt hatte ich vor, als nächstes Projekt mal wieder nach Mafia zu streamen. Also von 1 bis 3. Irgendwie ist das so meins, ich weiß auch nicht. Also, ja, ja, Pokémon Unite meinst du? Ja. Abwehrversuch, Scheiterszene geht weiter. Ja. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Das stimmt schon. Sie machen zu, das war richtig. Noch so oft Leute mit den Dingern. Ja. Sie können kontern. Gerard Moreno. Also Milano kommt anscheinend gleich rein. Yes. Mafia ist ja auch geil. Mafia ist ja auch geil. Ja, das stimmt, Adrian. Das stimmt. Hab ich ja gesagt. Und was? Mausi meint so Männerrunde. Da kommt dieses Tor nochmal. Was meinst du, Mo? Oh, jetzt kommen wir schon ganz durcheinander. Und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Ja. Und den dritten gibt es ja momentan, soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber gibt es ja auch gerade noch im Angebot, ne? Falls er sich wiederholen wollte. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ja. Enger geht's ja fast. Ball ist drin, aber abseits angezeigt, kein Tor. Zentimeter entscheiden da über Tor oder kein Tor, Wolf. Sie können es nicht glauben, aber es war wohl die korrekte Entscheidung. Sie holen sich den Ball. Ich werde. Was hörst du? Jetzt könnte er flanken. Irgendwas doppelt. Die Flanke an den kurzen Posten. Klasse abgefangen. Das kann sein, dass es an mir oder an ihm liegt, natürlich. Das weiß ich jetzt aber auch nicht, an wem es liegt. Das haben wir auch schon fest. Dürfte es eigentlich nicht mehr liegen, weil ich habe. Aber ich habe doch auch bei mir alles aus. Fernseher, also. Den Sound. Bruno Fernandes mit dem Schuss. Portugal mit dem Tor. Ja. Der Discord Rauschunterdrückung. Oh, ja. Warte mal. Oder ja. Echo. Irgendwie. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ja. Mo, warte mal kurz. Da hat er sich abgesetzt und die ja, das muss ich dann bei mir auch mal machen. Ja, das. Danke, dass du das sagst, Digga. Das stelle ich jetzt gerade mal ein, kurz. Da hatten wir ja nämlich schon rumgedingst, rumprobiert. Geräuschreduzierung ist jetzt, muss das an? Ja, genau, dieses Geräusch und Reduzierung. Dann hört man auch die Hintergrundgeräusche nicht so. Das kann ich aber nicht anstellen, irgendwie komischerweise. Okay. Das geht bei mir nicht. Was? Nee, hohe QoS-Paket-Priorität hohe QoS. Oh. Geräuschreduzierung wird bei eingeschalteter Hintergrundgeräuschunterdrückung deaktiviert. Dämpfung, sowas auch? Oder? Nee, das ist was anderes. Irgendwo ist das Hintergrundgeräusch. Boah, ich weiß gerade nicht, es ist nass. Ich weiß gerade nicht, Leute. Muss ich mich mal mit befassen. Mach mal weiter. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig. Und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Ja. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Komisch. Vielleicht liegt das. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ah, ich weiß, woran das. Nee, das kann aber auch nicht sein. Das Desktop-Audio vielleicht, das daran liegt. Nee, hab ich ja eigentlich gar nicht. Oh, es liegt an OBS irgendwie. Das kann natürlich auch sein. Das kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht gleich rausfinden, Leute. Aber trotzdem danke für den Hinweis, mein Lieber.
muss man mal googeln, auf jeden Fall. Das ist mit. So. Ronaldo am Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Das mit Discord zu tun. Ja. Ja. Übrigens. Ja, er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Übrigens, Annika ist gerade abgedüst, weil die ja mit dem Fall noch telefoniert. Jetzt bei Koke. Ja. Hat sie schon geschrieben gerade eben? Hab ich noch nicht, hab ich nur ein bisschen überlesen zuerst eben. Und der Milano ist noch am Essen. Den Ball kann er abfangen. So, jetzt müsste es doch. Gerard Moreno. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Erreichung. Ah. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor, die Gefahr ist bereit. Oh, was? Das kommt von mir. Ja. Oh, doch, dann. Ich habe nämlich mal gerade drauf geachtet, wo, bei wem das der Kreis leuchtet, bei Discord, bei Moe leuchtet. Pepe, guter Zweiger. Oh. Oh Gott. Okay. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Es gibt Ecke für Portugal. Lass mal hier nach. Aber ich weiß nicht genau. Die Ecke kommt rein. Hast du vielleicht den Boxen hast du ausgesagt, hast du gemacht. Gesagt, ne? Boxen habe ich aus. Das ist die Chance. Dieses Mal hat er den Ball. Guck doch mal, kannst du. Ganz wichtiges Erfolgserlebnis. Ja, mit dem Stream vielleicht noch. Mo. Aber wenn er. Alles. Oh, er ist zur Stelle. Eine unglaubliche Parade macht diese tolle Chance zunichte. Das ist deine Ecke übrigens. Letzte, glaube ich. Nein, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht, dass es so ist. Nee. Und mit dieser Niederlage hat sich ihre tabellarische Lage. Vielleicht ist das auch nur unter uns. Oder ist das auch im. Das ist eine gefährliche Situation, wenn sie. Ach so, okay. Könnte es das schon gewesen sein? Okay. Ja, hört ihr das irgendwie? Wie ist das? Hört man von Mo noch irgendwie Audio? Also hört man noch irgendwie noch mehr Audio als sein muss? Oder? Bernardo Silva. Ich weiß ja nicht. Bernardo Silva, macht er den? Ja, ich weiß auch nicht. Lass uns erstmal ins Menü. Ah, ja, okay. Mhm. Weil ich wollte jetzt auch mal gucken. Kannst du machen. Ich nicht. Also Adrian hat es nicht. Vielleicht ist es doch wegen, dass es nur bei uns ist. Also dass wir das ab und wir das untereinander ab und zu hören, aber halt die Zuschauer nicht. Ja. Das kann auch sein. Du hast dann einfach mit reingeschliffen. Wenn die Zuschauer nicht hören, ist doch in Ordnung. Ja. Und solange es dich ja auch nicht stört? Nö, mir stört es nicht, absolut nicht. Okay. Ja, ich bin's komisch. Ich google's mal gerade. Kannst du machen. Adrian, wie sieht's aus? Möchtest du mal gegen mich? Zocking. Hm? Habe kein FIFA zu. Ah, er hat ja kein 22, also 21, stimmt. Das ist blöd. Na gut, sonst warte ich sonst nochmal. Soll ich sonst nochmal auf dich sonst warten und dann. Oder soll ich jetzt einfach. Du kannst auch schon ein Spiel machen. Okay, ja, gut. Hallo? Ah, ja. Milano, wir wollten ja spielen, genau, stimmt. Jetzt ich wieder. Boah, ich komme wieder total. Was? Grüß dich, mein Lieber. Grüß dich. Ich habe eben. Servus. Das ist übrigens, also einmal ist hier ja Mo, weißt du ja, einmal ich, Joey und dann noch der David. Im Discord. Hast du ja mitbekommen, ne? Milano? Ja. Nein, ich habe noch nicht mitbekommen. Ach so, also einmal ist der David mit hier im Discord und wir beide halt, also Mo und Joey. Und du natürlich. Aha. Ja, genau.
Nur mal so. Was willst du spielen? Willst du Ultimate Team spielen oder normal? Erstmal normal, oder? Um mich erstmal. Alles klar. Machen wir das. Hallo, kurze Frage, woher kommst du? Schweiz. Schweiz? Man hört. Ja. Ach, warte mal. Aber wir müssen uns ja erstmal. Wir müssen uns. Oh Mann, ich wieder. Wir müssen uns ja erstmal adden, ne? Gegenseitig. Ja. Oh Mann, da fängt's wieder an. Kannst du mit. Oder soll ich dir. Mein Name ist ja Slipnoteur86. Dann addest du mich am besten mal. Ich kann's auch hier gerne reinschreiben in den Chat. Okay. Ich schreib's mal in den Chat, dann weißt du, wie ich da heiße. Ich mach's jetzt öffentlich. Nein. Terra 86. Da. Das, was der Joey geschrieben hat, das ist mein PSN. Carlo Fiesta. Nee. Zipper Terra 86. Hast du? Und was, David, was machst du so in GTA? Also momentan? David? Momentan, ja. Achso, ja. Nur durch die Gegend fahren, Autos auftunen. Aha. Bisschen für das neue Update da ein bisschen was machen, also für die Agentur. Ja. Aufträge. Mhm. Habt ihr gesendet? Ja, danke. Okay. Ja, ich, wenn ich, aber wenn. Sonst, ja. Ja, ich oder ich helfe halt random Leuten, die halt noch ein Low-Level haben. Ja. Freue mich denn, dass sie dann halt mal ein paar Jobs zusammen machen mit mir. Ja. Ja, ein bisschen schneller geht und einfacher. Ja. Weil das Ding ist, wenn ich GTA 5 streame, weiß ich immer gar nicht, was ich großartig machen soll. Irgendwie. Ja, das ist das Problem. Also ich streame jetzt nicht, aber ich bin auch immer unentschlossen. Ich habe so viele Spiele drauf auf dem PC. Ja, das glaube ich. Ich weiß immer nicht, was ich spielen soll. Ja. Milano, kannst du mich mal kurz eben adden? Einladen bitte zum Spiel. Ah. Weil ich kann dich noch nicht adden. Ich kann auch das Spiel natürlich beenden und dann müsste ich dich wiederfinden, aber vielleicht geht's einfacher, wenn du mich einlädst. Ich kann natürlich auch das Spiel beenden und dann einfach nochmal. Übertragen, daran liegt es nicht. Okay. Ja, ach so, ja, wir hören dich. War leiser, aber wir hören dich. Ja. Ich gehe jetzt erstmal wieder. Okay. Alles okay, Arian? Alles okay bei dir? Also, ich weiß gar nicht, ob es mit PS5 und PS4 geht. Das müsste gehen eigentlich. Oder hast du nicht so einen PS4-Mode?
Ja, muss noch, ach, er muss eine Hausaufgabe machen. Alles klar, dann viel Erfolg dabei, mein Lieber. Und vielleicht bis später oder so, ne? Ansonsten würde ich mal sagen, mache ich das kurze Spiel zu. Und starte es. Ja. Wer ist denn da? Achso, das ist Dings. Milano? Das ist Milano, ja. Achso. Na, vielleicht. Ich hab jetzt mal bei mir das Mikro ein bisschen runtergedreht.
und wählt Version. Hier könnt ihr auswählen, ob ihr die PS4 oder die PS5 Fassung spielen wollt. Weißt du, wie ich meine? Wenn du auf dein Spiel gehst, einfach mal die Optionstaste drücken und dann PS4. Ja, das geht ja bei mir jetzt gelernt. Weil ich hab ja. Disc. Ach, du hast die Disc-Version, da geht das nicht? Ja. Muss trotzdem gehen. Ich habe ja kein digitales. Wie? Das müsste ja trotzdem gehen. Weil sonst wüsste ich es auch nicht. Ach so. Geht das? Also bei Versionen, also Optionstaste drücken und dann auf das Spiel Optionstaste drücken und dann Version. Und da muss stehen PS4 oder PS5. Irgendwas. Müsste eigentlich. Bei dem Symbol von den. Also. Ja, also auf Spiel, Option. Optionen drücken und dann Version. Und dann PS4 oder. Also dann PS4 halt irgendwie. Fassung oder was da steht. PS4 oder PS5 kann man ja auswählen, du musst dann PS4 wählen. Und dann startest du. Also wenn du ja das Spiel neu startest dann, wenn das ja geht. Weiß ich ja nicht, ob es geht. Aber ich denke mal, dass das geht. Weil die PS5 ist ja PS4 abwärtskompatibel, ne? Oder hast du jetzt nur die PlayStation 5 Version von dem Spiel? Aber es muss ja trotzdem gehen, ne? Jetzt nur die PS5 Version. Ah, aber es muss ja trotzdem gehen, ne, Mo? Ich guck mal, ob das überhaupt geht. PS. Warte mal, FIFA 22. FIFA 22, PS5. Ja, PS4. Ja. Das ist natürlich. Ich glaube. Tja, weiß ich jetzt. Also wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht, ne? Also steht nur, dass. Ja? Ah, Gesundheit hast du alle. Ja, ja. Ja, okay, geht ja, nicht. Ist egal. Ja. Okay. Dann hättest du jetzt wahrscheinlich die PS4-Version haben müssen, ne? Für die PS5 ja. Und dann. Ja, okay. Ja, schade. Aber aktuell, ich weiß ja nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist. Ist wahrscheinlich anders, ne? Aber ich weiß, in Deutschland ist es gerade so, da ist jetzt gerade ja der Sale immer noch. Und da ist jetzt, gibt's das für 18,19 Euro, also günstiger auf jeden Fall, das FIFA 22 als sonst. Ja, bei uns auch. Ach so. Ja. Ja, dann, du musst es ja auch nicht aber kaufen extra, Digga. Aber das. Das nur für die PS5-Version. Mhm. Statt für PS4. Ja. Was wolltest du sagen, Mo? Hast du. Nein, wegen uns. Nein, das war jetzt nur so. Also, das war jetzt einfach nur ein Gedanke. Ja. Ja, aber er hat ja das auf Disc und da ist er nur für PS5. Und deswegen kann er, glaube ich, nicht runtergehen auf PS4. Das geht, glaube ich, dann nicht. Ist zwar komisch, aber. Na. Ich dachte, das wäre alles dann eins irgendwie. Aber ich glaube, es wäre dann nur, wenn er. Ach, ich weiß auch nicht. Wenn er die PS4-Version von der Disc hätte, dann würde es, glaube ich, gehen.
Weil die kann er ja jederzeit updaten, wahrscheinlich. Also kann er ja updaten zu PS5 dann. Soweit ich weiß. Naja, dann geht das wohl doch nicht. Ich dachte halt, es ginge. Ach, das ist schade. Wird Zeit, dass ich mir eine PS5 hole. Irgendwann mal. Oh ja. Ich hab gerade gesehen, dass Crossplay nicht funktioniert. Ne, Crossplay sowieso nicht. Das geht nicht. Nee. Hab ich auch gelesen. Mhm, das war. Es gibt auch keine PS4-Version für PS5. Nee. Ja, dann. Ja. Ja. Ja, dann haben die uns gerade ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Nicht nur uns, alle dann auch, aber. Ja, da kann ich jetzt leider auch nichts machen. Ja, egal. Ist schon gut. Ja, dafür könnten wir zum Beispiel demnächst irgendwann mal wieder Pokémon Unite zusammenreusen und zusammen zocken. Jawohl. Ich weiß noch nicht wann, aber. Ja. Leute, ist das eigentlich in Ordnung, wenn ich jetzt sonst erstmal diesen Stream beende und einfach mit, also gut, ich müsste es halt auch erst wieder laden, aber sonst erstmal hier Feierabend machen und dann nochmal, vielleicht nachher nochmal einen neuen Stream starten oder so, Mo, was sagst du dazu? Hatte ich ja schon gesagt eigentlich. Ich hätte auch nochmal überlegt, aber... Du kannst auch sonst, wenn du... Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall den Stream schon mal beenden und würde sagen, ihr Lieben, danke an alle auf jeden Fall, die dabei waren und noch dabei sind auch und vor allen Dingen auch, lasst bitte gerne ein Follow da, wenn es euch gefallen hat und lasst bitte die Glocke aktiv, damit ihr immer seht, wann wir live gehen, das Herz natürlich auch, sonst habt ihr uns ja nicht in der Liste. Und ja, Joey sagt schon mal ciao. Und ja, dann bis bald, sag ich mal, was? Genau. Ja, genau.